gib euch fünf. Ja, willkommen zu, jawohl, willkommen zur Show. Ja, einmal im Monat machen wir eine Show und zwar haben wir uns überlegt, Star Wars, wir lassen uns Star Wars nämlich nicht mehr kaputt machen, wir haben die Schnauze voll. Das Netz ist toxisch geworden, ist kein Scherz, das hat mit Hass und Hass hat nichts zu tun, überhaupt, ist dir auch schon aufgefallen. Die wollen uns das Star Wars vermiesen, wir sind die Uralten, 77 Krieg der Sterne und haben uns Star Wars wirklich auf die Fahne geschrieben. Wir sind Star Wars, wir bleiben Star Wars. Beginnen wir mit der Sendung. Gib mir mal den Saber, aber ohne Kyber. Oh gut. Genial! Ist der Saber ohne Kyber, denn ich habe ein Kyber über und darum habe ich zwei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, hier, ich bin euer heutiger Darth Vader in der Episode 1. Ich habe meinen Mensch-Kontakter da gebaut. R2, seid ihr denn unterwegs? Wie Rampio, seht ihr das nicht oder was? Der ist nackt, hat er damals gesagt, ist richtig. Übrigens, ist dir schon mal aufgefallen, wie bist du eigentlich Gold geworden? Ja. Ich habe dich gebaut und bin dann abgehauen, bin dann der große Anakin geworden, bin dann der große Imperator, nee, aber ist egal, ein Lord geworden. Aber siehst du, ich bin Gold wert, ich bin Gold wert. Du bist, er ist Gold wert, das ist klar. Du, also bist, ja auch jeder, du bist der Einzige, der in jede Folge zu sehen ist. Ne? Ja, ist so, ist schon aufgefallen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Internet ist toxisch geworden, deswegen haben wir ab sofort den Donald Imperator Duck, der Donald Imperator Duck ist ab sofort unser Maskottchen, in klein und in groß. Und alle, die sich jetzt erschrecken, was macht er denn da? Genannt Kunden, meine lieben Kunden, ich habe euch einen Flyer in die Hand gedrückt für die Sendung. Für diese Sendung. Diese Sendung soll auch Sinn machen. Soll also allen, nicht nur in der Community, wo wir ja sind, 100% begeistert. Wir sind 100% begeistert. Wir sind von A bis Z begeistert. Ich würde mal sagen, gib mich mal da eine Tüte. Wir haben nämlich was vorbereitet. So, wir sind ja jetzt bei Disney, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Disney hat natürlich auch Produkte, wie zum Beispiel den Kylo Ren. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt. Ich werde mir da sicherlich was einfallen, den Kylo Ren. So, Kylo Ren ist ja jetzt im Neuen und jetzt geht's rund, aber das machen wir gleich. Und zwar 30 Jahre nach, kommt gleich, und hat gespalten. Und diese Spaltung hat ja das Internet jetzt mal so richtig wachgerüttelt. Disney muss zum ersten Mal nicht nur mit Hater, mit toxisch, irritationsmäßige Fans. Ist wie so ein böser Virus, ne? Ja, toxisch ist was Gefährliches. Wenn man das anfängt, dann läuft man mit ungewusst, bewusst. Und die Journalie, die Firmen, Journalisten und so greifen das auf. Plötzlich sieht man das im Bundestag. Fängt einer an, Yoda zu zitieren. Was hat Star Wars im Bundestag bei irgendeinem Minister zu tun? Oder aber irgendwelche Minister haben plötzlich ein Saberschwert in der Hand, ja? Und machen einen hier auf Bay with you. Ne, ich habe jetzt den schwarzen hier, weil damit fing ja auch alles an. Nur die Insider wissen, worum es geht. Zu mir gehört natürlich noch immer als Anakin das Rote. Und bei Rogue One habe ich da mal so richtig aufgeräumt. Ich habe die Jungs mal so richtig frisch gemacht. Und dann sind wir weiterhin bei Star Wars. Aber Internet, das Netz ist ja jetzt auch Star Wars. Das Netz, wir sind verbunden. Wir haben eine Community, über 1000. Das Internet hat ganz viele Communities. Ich war in den französischen, in den amerikanischen, überall war ich jetzt zu Gast, um so eine Sendung machen zu können. Das ist die erste Sendung im Juni. Ich hoffe, die gefällt. Wie gesagt, Donald Duck passt auf uns auf. Nennt sich Donald Imperator Duck. Sollte gerade einer frisch reingekommen sein, so sieht er aus. Dann wird unser Maskottchen, hängt auch im Shop dann aus. So. Dass jetzt hier so Figuren hochgezogen werden, weil ich auf Disney hinwirken möchte, wie Disney damals, hat damit damals natürlich nichts zu tun gehabt. Das ist unsere geliebte Leia, die halt die Tochter von Anakin war und immer noch ist. Anakin Skywalker als Darth Vader. So, gibt es natürlich in diesen großen Varianten. Diese Figuren lassen sogar die Figuren hier leuchten, also die Figuren kann man zum Leuchten bringen, kennt ihr ja alles. So, bei mir im Laden sozusagen, im Shop sollte ihr das nicht kaufen, ich habe das jetzt hier alles besorgt und darum geht es. Diese Sendung wird nicht gesponsert, von niemandem. Nein. Kein ZDF, kein ARD macht hier irgendwas,
kein Hilftier, kein Funk. Wir beide sind nämlich zu alt für die. Weil Funk und ARD, ZDF machen natürlich über Funk die sogenannten 14- bis 24-Jährigen froh. Wir hatten uns so gedacht, 30, 40, 50, 60, 70 plus, haben aber gemerkt, die gucken kein YouTube. Die wissen gar nicht, was YouTube ist. So, somit habe ich mir gedacht, gut, warum nicht? Ich mache das ja jeden Tag, er weiß es ja. Ja. Und weil er das alles so macht, stellt er sich jetzt mal vor, mal schauen, ob er das schafft. Ja, stell dich mal vor, mein 3-3-PO stellt sich jetzt euch vor, weil er und ich diese Sendung ab sofort moderieren werden. Wir werden durchs Internet huschen, wir werden aufdecken, so wie jetzt, das Internet ist toxisch geworden. Ja, dann stell dich mal vor. Ja, alright. Es war ungewohnt, aber ich muss es ja machen. Ja, du musst es machen, ich habe mich gebaut. Also, erstmal herzlich willkommen zur Sendung, zu dieser Sendung. Ich bin euer C3PO, euer Web-TV-Mensch-Kontakter. Zu der heutigen Sendung begrüße ich euch. Also vielmehr euch alle. Ja, so. Egal wo ihr jetzt seid, bei YouTube, Facebook, Twitter etc. Auf Mond oder unter Mond. Jeden Monat machen wir eine Star Wars Sendung extra, nur für euch. Korrekt, nur für euch, wirklich. Nur für, ihr seid Star Wars, wir auch, aber ihr seid Star Wars. Ich bin kein Sammler, wie andere sammeln. Also, ich mag Raumschiffe, aber ich sammle auch keine Püppchen. Was mir persönlich natürlich sehr großen Spaß macht, ist der rasende Falke von der Firma De Agostini, wo aber nur Amazon der Lieferant ist. Deshalb, ich habe da auch richtig schön Spaß dran und wenn es die Zeit zulässt, werde ich mit meinem AWH Solo auch ein Diorama bauen. Jawohl, so wird es sein. Denn heute bin ich ausnahmsweise mal Darth Vader, weil ich ja nun mal den Free Drive hier gebaut habe. Deswegen habe ich das schöne Kippi auf, ich bin nämlich der Producer, ich bin der Verantwortliche, weil ich ja nochmal Zuschauer habe, ernsthafte Kunden habe, die tagtäglich in das Studio kommen, in den Shop kommen. Denn von der Wiege bis zur Bahre brauchen wir alle Formulare. Nicht nur das, wir brauchen sogar den Konterfei, wir brauchen das Gesicht auf Bassbilder und was weiß ich nicht alles. Wir brauchen Spaßbilder für Facebook, nicht jeder kann nämlich damit umgehen. Viele Kunden haben überhaupt keinen Plan. Können Sie mir mal das Smartphone beibringen? Können Sie mir mal den Computer beibringen? Jetzt sind halt ganz viele ältere Leute, die wollten verkaufen über Computer. Ich will über den Computer verkaufen. Da habe ich gesagt, über den Computer verkaufen geht dann so. Gerät hinstellen und dann hat sie ja schon mal angefangen zu lachen. Sag ich, Sie möchten halt mit dem Instrument Elektronik etc. pp. So, nennt sich eBay. So, aber unter uns, wie soll ich jetzt einem älteren Menschen im Verkaufsgeschäft beibringen, weil das, was die Dame haben wollte, hat diese sogenannte Volkshochschule nicht angeboten. Ich meine, Star Wars haben die auch zwischendurch angeboten, ist kein Scherz. Deswegen bin ich ja momentan so wütend, deswegen mache ich ja auch die Sendung. Alles stürzt sich auf das Produkt, was anderes ist es nicht. Es ist ein Produkt, ja, nennt sich Star Wars. Und hatte man uns damals, 77, uns waren als Krieg der Sterne. So, da sagt das Wort schon, da bekriegen sich also Sterne. Ja. Wenn wir jetzt Kinder sind. So, heute heißt das Sternkrieg. Ja. Oder irgendwie. Wenn wir Kinder sind. So, es kommen ja auch sehr viele Kinder, die dann, wie gesagt, nur auf diese Sachen hier achten. Ne? Hast Onkel, kann ich mal spielen? Dann sagt der Onkel, ja, darfst du spielen. Ne? Ja, ist wahr, die dürfen hier spielen. Aber mitnehmen dürfen sie es nicht. Die müssen dann immer mitnehmen. Nee, ist nicht. Weil wir, deswegen habe ich das ja, gib mir mal bitte die andere Tüte. Ja. Also ich habe jetzt Tüten vorbereitet. Und zwar, wie gesagt, sind wir jetzt bei Disney und nicht bei Lucas und die anderen Herrschaften. So, aus dem letzten Film, 7 und 8, ist ja Kylo, wie gesagt, übrig geblieben. Und Disney bietet ja sowas als Deluxe-Serie an, Elite-Serie, sehr schwer. Und ich bin stolz drauf, das eingekauft zu haben. Er hat es gerade genannt. Hier, in dieser Sendung hat nur einer Nutz. Und das ist die Firma Amazon. Mhm. Denn da wird alles gekauft. Ja? Bei De Agostini ist er natürlich eine andere Firma, aber er hatte so ein anderes gemacht. Hier ist der Nutzen Amazon. Amazon hat uns das alles geliefert für bares Geld. Das hat richtig Geld gekostet. Und darauf möchte ich hinaus. Sendung, die ihr seht bei YouTube. Knallhart, wunderbar gemacht, spitzenmäßig gemacht, wirklich vom Feinsten. Die sind gesponsert.
durch ZDF ARD, nennt sich Funk. Oder halt durch eine Spezialsendung bzw. Firma, eine internationale Firma, die sich junge Leute holt oder so wie wir beide hier unter Vertrag dann euch etwas verkaufen. Ja, verkaufen. Auch das Wort toxisch. Und zwar toxisch. Das Internet ist toxisch geworden. Man muss sich wirklich auseinandersetzen mit Hass, Neid, Missgunst und andere Sachen. Das ist eine Irritation, keine Ahnung, die sind irritiert. Irgendwie, wir haben die noch nicht so lokalisiert, das ist neu. Für Disney ist es ganz neu, die kennen das überhaupt nicht. Der ist so, die kennen nur Mickey Mouse, ne? Oder den Imperator Klaus. Nein, ihn hier, den Donald Duck. So, ist so. Disney ist an sich eine Vermarktungsmaschine, die hochgradig darauf achtet, dass jeder Kunde zufrieden ist. Vertut euch bitte da nicht. Ja? Macht irgendeiner unter dem Namen von Disney Mist, der fliegt sofort raus. So sieht's aus. Und zahlt Strafen. Ach nicht, nee, der fliegt raus als Angestellter. Ach wenn so, du also, ja. Da sind ja viele Komparsen drin, die da Mickey Mouse spielen, sie sind Künstler, sie sind ausgebildete Künstler, die halt sich für Disney angeboten haben und für die arbeiten, das weltweit. So, hier arbeiten wir beide zusammen, wir sind ein Team, sind gleichberechtigt, auch wenn ich jetzt heute mal den Darth Vader mache und ihn gerade gebaut habe. Er ist der Boss. Ich bin der Boss. Ja, leider, aber ist nicht so schlimm. So, ich bin... zwar der Boss, aber ich mag halt Unterhaltung, ich mag Freunde, ich mag und Menschen, vor allen Dingen mag ich Menschen. Und deswegen möchte ich mich auf diesem Weg auch bei meinen Zuschauern bzw. auch bei meinen Kunden mal bedanken. Ich hatte jemanden aus Ghana, der wirklich gesagt hat, du möchtest wirklich Menschen Freude schenken. Das fand ich so toll, ja. Also, wie kommst du darauf? Ja, ich meine, finde es ja auch selten, dass dann jemand mal Danke sagt, ne? Ja, klar. Nicht nur das, dass ihm auch auffällt, dass ich wirklich Freude schenken möchte. Ich möchte auch mit dieser Sendung Freude schenken. Ich mache die Sendung jetzt nicht für die Hasser. Dass die da sind, ist klar. Ihr seid ja auch toxisch. Ihr seid ja wirklich toxisch. Ihr beißt ja sofort rein. Ihr macht ja auch alles sofort. Ich fand das so stark, wie ich damit jetzt angefangen habe, das Internet mal ein bisschen aufzurollen. Ja, und nicht von Hass reden, sondern von toxisch. Das ist toxisch. Auch die Amerikaner haben das schon gemerkt. Auch da steht schon überall toxisch. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder schon gesehen habt im Internet. Ich weiß nicht, ob du die Bilder schon gesehen hast. Vereinzelt. Ja, sie kämpft, ja. Als sie kämpft für das, sie kämpft für Star Wars. Ja, ist egal. Daisy Ridley ist damit gemeint. Daisy Ridley kämpft für Star Wars. Und dann siehst du auf einmal hinten die in diesen die toxischen, die da auf sie zukommen. Ja, es ist klasse gemacht und sie versucht da rauszukommen. Dass jetzt diese Szene in die Hose gegangen, das wissen wir mittlerweile. Ja, ist so, das ist schief gelaufen. Aber, wie gesagt, die sich jetzt darauf konzentriert haben, Fehler zu finden. Ihr sucht hier natürlich auch Fehler. Grammatische Fehler, Rechtschreibfehler, keine Ahnung. Ihr sucht, jede Sekunde sucht ihr hier. Wie ich vielleicht wirke, oder wie Dry-CPO wirke. Also denkt dran, wir sind Fiktionsfigur, ich bin Avia Solo, bleibe ich auch. Heute mal in der ersten Sendung im Juni bin ich halt mal kurz Darth Vader. So, und es bleibt auch alles. Und gib mir mal eben die dritte Tüte. Ja. So, jetzt kommt die dritte Tüte. Ihr merkt schon, Disney ist alles. So, Disney ist ja auch Forces of Destiny. Forces of Destiny ist auch wiederum eine Kurzweilgeschichte. Hast du vielleicht sie auch schon angeguckt im Internet bei YouTube? Aber im Augenblick nur auf Englisch. Nee, eben nicht. Gibt's auch in Deutsch. Musst du verdammt suchen, ehrlich. Da macht das richtig Spaß. Okay. Weil Disney hat das jetzt auch bei YouTube in Deutsch sehr wenig. Ja, aber wunderbar gemacht, muss ich einfach mal sagen. Es wird ja, wie gesagt, alles gemischt. Na? Wie gesagt, Force of Destiny, die Figuren manchmal mit Zweien und so, die werden natürlich immer teurer. Da habt ihr recht. Manchmal sind sie günstig, manchmal werden die immer teurer. Also gewisse Figuren kosten so viel, noch einmal. Wir müssen, beziehungsweise ich muss das einkaufen, die Firma Amazon freut sich, damit wir beide die in der Hand halten, damit rumspielen, knutschen oder sonst was. Das ist meine Lieblingsfigur, komischerweise, das ist meine Lieblingsfigur, denk dran, alles Fiktion. Sabine? Ja, weil die rebellisch ist, verstehst du? Die lässt sich nichts sagen, genauso wie ich, die malt auch alles voll. Ja, ist so. Ne? Und die ist ja nun mal diejenige, also das ist halt mein Schwert, Entschuldigung. Ja, mein Schwert, Entschuldigung. Ihr Schwert ist nun mal schwarz, sieht auch ein bisschen anders aus, richtig. Aber sie ist noch eine Mandalorianerin und gehört zu einer, ist noch richtig, wie nennt man, Clan. Ne? Clan der Mandalorianer, oder? Und versucht da. Ihr merkt, so eine Sendung jetzt hochfahren,
Ja, wir beide haben uns nämlich, wir beide haben uns auf die Fahne geschrieben, es nicht nach Text zu machen. Anfangstext musste sein, aber so. So, sie ist dann plötzlich, Jyn Erso ist dort aufgetaucht, ja, bei, und jetzt ist auch Kara, wie man das ausspricht, auch dort aufgetaucht schon. So, und da fängt es ja jetzt langsam an. So, ihr habt gesehen, ich habe schon sehr viele Frauen in der Hand gehabt. Ja, ne? Sehr viele Frauen in der Hand gehabt. Von ja? Star Wars. Von Star Wars, wohlgemerkt. Von Star Wars. Von Star Wars. Betonen wir extra, weil man weiß ja nie. Meine lieben Zuschauer, ihr wisst ja Bescheid, aber die Kunden wissen nicht Bescheid. Meine lieben Kunden, wir machen eine Sendung gegen Hass. Wir mögen keinen Hass, absolut nicht. Und die Kunden wissen, dass ein spaßiger, freudiger Mensch dort ist. Deswegen kommen auch viele extra und das soll auch so bleiben. Nur durch die Recherche für diese Sendung, die wir jetzt jeden Monat machen, muss ich leider in die Tiefen des Hasses. Oh, da wirklich. Und da konnte man ein bisschen infiziert werden. Das war leider in der absoluten ersten Sendung, da bin ich ja ausgerastet. Da war ich ja unter Spoiler-Alarm und so. Leute, wir werden knallhart verarscht. Wirklich. Da sitzen Profis an der Textur und machen innerhalb von Sekunden das Wort toxisch, Spoiler oder andere. Und Ad-Rausch. So, und Politiker nehmen das auch im Bundestag, ja, anstatt, die fangen an zu applaudieren, weil ein 14-jähriges Mädchen da getötet wurde, das kann es ja wohl nicht sein. So, wir sind, ich meine nur, wir bleiben Star Wars-mäßig. Denk dran, das sind die Imperialen, ja, das ist halt der Senat, ne? Ist das nicht die neue Ordnung? Ja, alles ist so. Also unsere Bundesrepublik ist bestimmt keine neue Ordnung. Das sind wohl die alten Imperialisten da. Ja. Also eine neue Ordnung haben die ja nicht drauf. Ich meine, die schreien da rum wie die Welt und wie der Hacks da. Nein, nein, komm, hör auf, ihr seid Büttenredner in, Büttenredner in Bundestag. Was anderes ist es nicht. Dann musst du wirklich sagen, das ist die neue Show der Bundesrepublik. Wer das glaubt, ist selber schuld. Ja, so müsste es heißen. Normal schon, nur wenn du dich ehrlich dazu äußerst, kommt dann dieser lange... Piepton. Aber bei uns nicht. Und das ist es. Wir sind nämlich ehrlich. Bei uns kommt kein Piepton. Wir sagen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und Star Wars ist toxisch geworden. Toxisch bedeutet, dass die wirklich infiltriert, angegriffen und halt, wenn man sich infiltriert, also wenn man, man kriegt, also einige Kinder haben Angst, ja, weil irgendeine andere Kinder sie angreifen. Ja? Ich habe so einen kleinen Jungen gehabt, der, ich hasse Star Wars. Aber wie das rauskam, wirklich, so richtig von unten nach oben. Ja? Und da fällt also, ist also nicht deutsch, wollte ich nur dabei sagen. Aber ja. So ist halt so. Wir haben 2015, ne, haben wir einen D-Day gehabt, einen arabischen D-Day. Da sind sie aber richtig gekommen. Nein, nein, ich rede von Star Wars. Das ist Film, versteht ihr? Das ist ein Star Wars Film, D-Day, ein arabischer und die haben uns jetzt hier so. Ne? So, und deswegen machen ja Bundesrepublik und wie die alle heißen, machen ja dann einen auf Star Wars. Und da habe ich persönlich ein bisschen was gegen. Da machen wir jetzt einen Schnitt. Die Sendung geht. Einen sauberen Abschluss machen wir jetzt. Genau. Bleibt dran. Jetzt wird es wieder lustig, spannend. Alles nur um Star Wars. Wir wollten das nur mal einlenken, weil das nur mal die erste Sendung ist und die im Juni nur mal gestartet. Das andere war so ein Vorspiel, um euch zu zeigen, dass wir was vorhaben. Und was wir vorhaben, das kommt natürlich jetzt. Bleibt eben dran. Es geht gleich weiter mit diesem. Hoffentlich spaßigen Star Wars Event. Ja, bleib dran. Ja, yeah, Star Wars! Juppie. Die Star Wars Show! Luca vom Hocker, 3-3PO und euer Aber Solo und seine Heiligkeit J.J. Abrams. Ohne seine Heiligkeit hätten wir kein Star Wars oder seine Heiligkeit hätten wir kein Star Trecker. Ach, komm weg, meine Güte. Oh, ich liebe meinen hier, Donald. Donald Imperator Duck. Das ist unser Maskottchen, das ist unser Vater, denn der räumt auf. Der räumt auf mit Star Wars, der räumt auf mit dem ganzen toxischen Alarm im Internet. Da sind wir wieder beim Kern von vorhin. Da war die düstere, ja, Star Wars ist düster, Star Wars ist hell. Und ich fand es so stark, dass, also ich liebe Star Wars, mir ist es egal, was da passiert. Auch die kleinen E-Books,
geht mir natürlich auf die Nüsse, ist klar, bin ich ja ehrlich, die knacke ich zweimal und das ist dann erledigt. Ne? Ja, ist so, bei Fanboys, der hatte nur ein Ei zum Beispiel. Ja, es klappt alles, seht ihr, ein Ei, gar kein Ei, Nüsse knacken, Star Wars ist einfach alles. So. Wir hätten ja jetzt die Sendung, wir hätten jetzt auch so Fanboys werden können, aber da hätten wir viel Wissen an euch tragen müssen, einfach keinen Bock drauf, weil es ist nämlich Arbeit. Und Arbeit wollen wir nicht, wir wollen eine Sendung machen, eine spaßige Sendung, weil wir nicht gesponsert werden. Wir kriegen keine Zuschüsse, ob das hier, ihr wisst schon, es gibt Zuschüsse, von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. In dem Fall begrüße ich BR, ja, Bayerischen Rundfunk, die Sendung quer. Ich finde die Sendung sehr gut, weil diese Person, die ihr da seht, alles alleine machen müsst. Und wenn ihr wüsstet, was der Mann arbeiten muss, ja, Maske, zig Masken, ja, und so weiter, um so eine Sendung hochzufahren, Leute, das ist Arbeit. Und wir beide arbeiten auch, C-Radio, euer Web-TV-Mensch-Kontakter, meiner einer AWR so, der hier die Sprache jetzt erfunden hat für euch, nämlich die Star Wars-Sprache von 1 bis unendlich, hat uns halt Disney versprochen. Richtig. Und Disney hat zwar versprochen, vielleicht haben sie sich versprochen, kann ja sein. Denn gerade gelesen, dass Kennedy im September geht, aus welchem Grund auch immer. Hier wird klar gesprochen, wenn ihr keinen Bock habt zu lernen, wenn ihr gar keine Lust habt, irgendwas zu machen, dann seid ihr selber schuld. Gerade gelesen in der französischen Community, dass man bis zum 10. Juni nicht über Han Solo sprechen darf. Für mich ist das Zensur. Hier in Deutschland findet keine Zensur statt, wurde uns gesagt, da halte ich mich dran. Ich lebe nach dem sogenannten 2-zu-4-Vertrag, ne? Nach neuem Deutschland, nach neuen Fingern da und nach neuem Star Wars 2.0. Ja, ist so, Star Wars ist neu, yippie! Und hin und her und her und hin und während ich hier rumblödel, habe ich natürlich den Finn in der Hand. Da ist er. Das ist Finn von Zeitschuh. Ich hoffe, ich mache ihn jetzt nicht kaputt. Weil ich kaufe das hier alles nur ein für die Sendung. Da kann es schon mal sein, dass hier alles kaputt geht. Weil letztens flog hier die Brille rum, weißt du, ging die kaputt. Ich muss natürlich sehr vorsichtig sein, diese Figuren sind nicht billig. Ja? Die sind ziemlich teuer. Also hier ist der Finn, den könnt ihr so kaufen, zwischen 369 Euro. Mit sehr vielen Zubehör oder nicht. So, warum bin ich jetzt beim Finn? So, dieser Schauspieler musste auch zwischendurch, also am Anfang, wie er funkelnagelneu war bei 7, hatte man ihn auch auf dem Zug. Fand ich gar nicht nett, weil er ist farbig. Und dann ging der Rassismus los. Ich vermute, Rassismus ist schätzungsweise in Amerika. Hier noch kaum, oder? Sagen wir mal, du hast es ja weltweit überall. Ja, das ist Globalismus. Das ist global gesprochen. Nee, gezielt. Ich wollte jetzt gezielt sprechen. Gezielt gehe ich davon aus, weil in Amerika, das ist nur ein Produkt, ein amerikanisches Produkt. Und amerikanische Fans haben ja viel mehr Möglichkeiten wie wir. Das stimmt. So, ich bin Händler und möchte gerne meinen Kunden was anbieten und ich habe unheimlich viel Schwierigkeiten dahin zu kommen, wo die hin wollen. Gewisse Figuren. So, ich komme genauso an die Massenware ran, das will ich nicht. Bist du Fan? Nein, ich bin ein Fachgeschäft. Aber egal. Ja, so, komm, ja. Bist du Fan? Du bist aber Fan. Wa? Aber warum hast du so viel Onkel? Warum hast du so viele Püppchen? Ich finde das alles toll. Ja, ich finde es toll, wenn so ein Kind reinkommt und sagt, Onkel, warum hast du so viele Püppchen? Spielst du noch? Nee, ich spiele nicht mehr, leider. Ja, irgendwie habe ich doch keinen Trieb drauf. Ich meine, Star Wars ist unendlich. Es gibt keine Altersbegrenzung für Star Wars. Wie ich das Foto gezeigt habe, des älteren Herrn um die 80 Jahre mit dem wunderbaren Kutte, die alle hast du nicht gesehen? Ja, war der 86, 87? Ja, der war alt, so um die 80 war er. Hammer. Ja, ne? Und der hat eine tolle Sache angehabt, ein toller Cosplayer, der in Wiki noch mitmacht und das finde ich toll. So, diese Sendung soll euch jeden Monat irgendwas näher bringen. Figuren, wie gesagt, er ist Raumschiffe und so. Wir wollen uns unterhalten, wir wollen durch das Netz gehen, wir wollen uns das Netz anschauen, wir wollen die Gruppen anschauen. Wir sind aus der Gruppe 100% begeistert, A bis Z, und das meine ich ernst, ich bin der Admin, ich stehe gerade dazu, deswegen sitze ich vor der Kamera als AWR Solo und er als 3DPO, auch einer aus der Gruppe, der sich bereit erklärt hat, euch jeden Monat mal ein bisschen was zu erzählen. Im Moment erzählt er nicht viel, er stupst und staunt nur.
Ja, aber er hat vorhin schon was gesagt. Er wird schon was sagen. 3PO sagt ja sonst immer was. Ich fand er nämlich stark, dass er jetzt den 3PO macht und stumm ist. Ja, weißt du? Weil er du läuft auf Reserve. Ja, nein, weil im Original labert er ja nur. Verstehst du? Immer nur, der ist nur am Labbeln. Und da habe ich gesagt, Leute, es gibt auch einen 3PO, der ist stumm. Ist so das Gegenstück. Diese Sendung soll ja ein bisschen, also wenn, unter uns, wenn ihr dauernd immer dasselbe seht, von morgens bis abends nur das wieder. Kylo Ren. Egal. Ich könnte sie jetzt alle aufzählen. Dann würde ich langsam sagen, dann haben alle recht. Ich habe keinen Bock mehr auf Star Wars. Ja, weil das irgendwann... Immer dasselbe ist, Quatsch. Eintönig. Deswegen liebe ich ja. Ich liebe die gesamten Gruppen. Okay, Kanon hat mich rausgeschmissen, weil die das eh nicht verstanden haben, aber egal. Aber die anderen, die Verrückten zum Beispiel, die mag ich wirklich, das heißt das Wort schon verrückt, weil die alles für Blödsinn da machen. Nein, wirklich. Toilettendeckel verkehrt rum, ich habe heute mit Donald gesprochen oder so. Ich finde das stark, ne? Ich finde das stark. So, warum habe ich den Finn die ganze Zeit in der Hand? Ganz einfach. Finn ist wohl die Figur, die alles weiß. Und in Wirklichkeit nur den Feudel schwingt. Nämlich ein Putzmannsel. Sie putzt Raumschiffe. Er war nur Reinigungskraft. Korrekt. Das darfst du ja nie vergessen. Mir muss er nicht sagen. Ihr dürft ja nicht vergessen. Du musst da mit denen sprechen, wie mit mir, Mann. Die dürfen das nicht vergessen. Ihr dürft das nicht vergessen. Das ist eine Reinigungskraft. Reinigungskraft. So, der weiß, wo der Fluxkompensator sitzt. Der weiß, wie man den abbricht. Der weiß einfach alles. Der weiß das. Da können wir nicht drauf vorbei. Nur, mir ist aufgefallen, weil ich ja wirklich 100% Star Wars bin. So, der junge Mann ist bei 7 im Rückgrat verletzt worden. Bist du noch. Und dann lag der da in so einem komischen Bottich, ne? Ist dann wach geworden. BBA schreit dann da rum, wie? Was? Wie, Finn? Wie? Wie nackt? Wie? Der läuft aus. Hast du Kreislaufstörung oder was? Ich war da stark, der arme BB-8, ne? Dann hat Paul Dameron, ach so, und er sofort, what is mit Ray? Und dann Übergang mit Ray. Okay, so kann man auch schneiden. Also ich rede jetzt fachlich, weil ich ja nur vom Fach bin. So, da kann man auch einen Schnitt machen. Er hat gesagt, wo ist Ray? War mal bei Ray. Und was macht Luke Skywalker? Schmeißt das Ding weg. Und da hätte ich wirklich, seid mir bitte nicht böse, aber ich hätte so tierisch gelacht, wenn dieser Pork, der da am rumlaufen, ach herrlich, seid mir bitte nicht böse, ich bin nicht rassistisch, aber ich liebe Film, versteht ihr? Ich liebe filmische Überraschungen, sonst hätte ich ja den jetzt hier nicht gebaut. Ne? Ich liebe das. Stell mal vor, da kommt so ein Rubber Duck da durch die Gegend gerannt. Bei Star Wars, so ein Rubber Duck da. Ich bin DuckTales. Ist halt Disney, so ein DuckTales da, weißt du? Oder seine Heiligkeit, da komme ich nämlich auch drauf. Seine Heiligkeit ist dann plötzlich im Film. So wie früher der Weltmeister des Films. Habe ich jetzt vergessen, aber egal. Aber der war auch immer im Film kurz zu sehen. Und jetzt kommt's. Und zwar bei 8. 7 nicht. Rogue One hat ja ein anderer Regisseur gedreht. Ich will jetzt, ne? Ihr wisst ja alles Bescheid, aber dieser Regisseur, der Rogue One gedreht hat, war, kein Scherz, als Schauspieler in E8 in dem Tunnel. Schaut rein, der war da, wirklich. Großaufnahme auf ihn, dann haben sie aber mal da. Das war der Regisseur von Rogue One. Der hat da mitgekämpft. Und zwar die Szene, wo einer aufsteht, geht und diesen roten Fuß hinter sich lässt. Dann geht der eine doch dran und guckt nach. Ja. Und da links, das war der Regisseur, schaut bitte hin, das war er wirklich, von Rogue One. Ja, ist wahr. Okay. So, also wie gesagt, wir haben den Finn jetzt hier durch. Der in der Puppe, ich meine, und darauf komme ich jetzt. Und deswegen wird das Internet toxisch. Weil viele sich verarscht fühlen und deswegen machen sie sich Luft. Leider macht ihr euch Luft, indem ihr zu laut Luft macht. Finde ich nicht schön. Finde ich wirklich nicht schön. Man kann natürlich ärgerlich sein, ist klar. Natürlich wollen die unser Geld. Alle wollen nur unser Geld. Es gibt keinen, der unser Geld nicht haben will. Ja, ist halt so. So, aber du siehst Film, du lachst, du hast Spaß, du warst jetzt bei Han Solo drin. Der hat ja auch viel Spaß. Du warst mit deiner Tochter drin. Richtig. Ich fand das stark, wie er geappt hat. Und der war nur am Lachen. Ich war auch drin. Warst du jetzt in 2D oder 3D? 3D. Da haben wir nämlich auch toxisch. Und zwar die Leute, die sich über 3D aufregen. Also wir haben ein toxisches Internet bekommen. Also ich komme aus der Zeit der CeBIT 95. Da nannte man uns noch World Wide Web. Und man nannte uns User. Ne? Dann kam das Web
GV und also ein Quatsch. Ja, und war lustig. War lustig. Heute heißt das Internet. Ne? Internet. Das ist nicht nett. Internet ist nicht nett. Oh, absolut nicht. Davon tut ihr euch aber. Star Wars ist nett. Star Wars ist einfach geil. Wer kein Star Wars Fan ist, hat irgendwas verpennt. 41 Jahre dran vorbeigeschreddert. Selber schuld. Doch, ich könnte es einfach mal so. Ja, ich bin Han Solo, ich bin Gauner. Ne? Aber ein liebenswürdiger Gauner. Ja, genau, das bin ich. Ich bin ein Gauner der Ehrlichkeit. Ich klaue euch die Ehrlichkeit und die setze ich euch vor. Ich liebe Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Wahrheit nach Theo Fontane. Der hat über Ehrlichkeit und Wahrheit geschrieben. Fontane. Ja, das war ein Dichter und Philosoph. Also die alten Dichter und Philosophen hier in Deutschland, die haben Deutschland groß gemacht. Das war Goethe, Schiller und alles. Gibt es ja heute alles. Heute gibt es nur Internet, dann Fratzenbuch, Facebook. Facebook, wenn Facebook das nicht gesagt hat, dann stimmt das nicht. Ja, stimmt. Ist so, deswegen ist das toxisch. Ihr seid infiltriert, ihr merkt das gar nicht. 10 Millionen sind schon von euch wirklich visualisiert. Dramaturgie, ihr merkt das nicht. Ihr redet da politisch, ne? Geht da die Post ab. Deswegen, Star Wars liebe ich deswegen, deswegen können wir das alles so Star Wars-mäßig machen. Aber die, die die Verantwortung tragen, sollten es bitte nicht machen. Das ist meine Meinung. Ne? Ja. Im Bundestag hat der Yoda nichts zu suchen. Feierabend. Yoda ist meiner. Feierabend. Ne? Der ist in meinem Film, erzählt er dem Luke, wo es lang geht. Oder nicht im Bundestag der Frau Merkel. Peng aus. Die Raute. Ja, schau mal, ey. Die Raute, erzähl mir da hinten, da steht die da. Du hast schon mal die Anzüge von der gesehen, die könnte auch bei Star Wars nicht machen, nur ehrlich. Aber egal, der ist doch so. Hast du gesehen, was die da hatte? Bei E7 da wieder. Nein, ist egal, wir schweifen aus. Aber ist halt so. So! Bleiben wir bei. Nein, ich mach das schon alles extra. So, denn nicht die Frau Merkel ist gemeint, sondern diese wunderbare Figur, denn die sieht ja auch aus. Ja, ist ja wohl wunderbar gemacht. Die schwarze besorge ich auch noch. Wie gesagt, ich muss das alles bezahlen, um das in die Hand zu nehmen. Um darüber zu sprechen, bin ich geldlos für die Sendung. Sendungen kosten Geld. Und wenn ihr profihaft die Sendung sehen möchtet, so wie BR, Quer oder ne, Tat aber fair, die werden gesponsert, die kriegen alle Geld. Alle. Ja? So ein junger Mann hier, T-Ribio, hätte jetzt mal eben für 500 Euro da gesessen, hätte nichts gemacht für 500 Euro. Das geht bei ZDF, ARD. Das sind eure Gebührengelder, aber macht, was ihr wollt. Ne? So, also wir bleiben bei Star Wars. Wie gesagt, Amidala, ne? Die Prinzessin da, ist unheimlich stark gemacht. Mit, es gibt mit Magnetverschluss. Das hier ist jetzt halt dieser Klettverschluss. Das ist einer von zwei Figuren, die da damals rausgekommen sind. So, 1999, wie zum zweiten Mal Star Wars als PR gemacht werden musste, für Karstadt, für Kinos. Ist klar, die wollen alle Geld verdienen. So, die wollen alle Geld verdienen. Es gibt kaum noch, vielleicht meine ich deswegen, dass das Internet toxisch geworden ist, sehr schnell reagiert, wenn da was nicht klappt. So, wenn zum Beispiel Leute sich darauf spezialisiert haben, dir das zu verkaufen. So, und plötzlich bricht da irgendwie was ab. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dann bleiben die darauf hängen. Dann flippen die natürlich aus. So, dann muss natürlich gegengewirkt werden. So sieht das aus. Es muss immer gegengewirkt werden. Ich bin freier. Total frei, ich will nichts verkaufen. Ich bin selber schuld, dass ich es gekauft habe, gebe ich ja zu. Wenn Kunden, ja ist so, wenn Kunden kommen und sagen, okay, gebe ich natürlich auch ab, ist klar, aber meistens nicht. So, ich habe natürlich jahrelang, das sind meine ersten Figuren aus den 70ern, ja, uralt, damit fing alles an, davon hatte ich 12 Stück, die stehen hier immer noch rum, okay, pam, einen habe ich schon verkauft, ja. Oh, so, ein so ein Kind hat mir so einen Helm geklaut, die fand das stark, jetzt hängt er immer so rum, das sieht ätzend aus, mit Helm sehen die besser aus. Ja, ich so, klar, ach klar, das bin ich gerne, klar, Handy klauen die, Figuren klauen die, das ist eben so, das ist heute, ne? Das ist halt so. So, ja, jetzt darfst du damit rumspielen, ja, der ist wirklich uralt, ja, ist wirklich uralt und wie gesagt, ja, fand ich nicht schlecht, ist jetzt nicht heilig oder so, wann kam der, 2000 und? Steht da 1998, guck mal. Korrekt, so laut ist der, ja. Der ist von 1998. Nein, ist klar. Ich habe also 1999 beim zweiten Auftrag, bin ich ehrlich, habe ich eingekauft. Denn beim ersten Auftrag 1979 für die Spielwarenabteilung und Spielwaren überhaupt, hatte ich das natürlich umsonst, ist klar. Ich war ja der Verkäufer, beziehungsweise derjenige welche, der dafür PR machen musste. Ne? Brauchst aber gar keine PR machen, weil das nämlich alles Lug und Trug.
Es war überhaupt kein PR nötig. Ich habe also keinen Bahn. Ich habe, also es sind keine vorbeigekommen, die hier den Laden leer geräumt oder so. Es wurde alles künstlich hochgejubelt. Dank Internet. Denn 1999 ist endlich das Netz entstanden, was wir 1995 nach der CeBIT haben wollten. Auf eine Art sind wir stolz drauf. Wir haben zwar unseren Kunden immer gesagt, bitte nicht mit Originalnamen. Denken Sie sich einen aus, dann sind Sie Fred vom Jupiter oder so. Aber nein, dann kam das Fratzenbuch Facebook und hat alles kaputt gemacht. Denn wir sind jetzt bei Stasi 2.0. Wir hauen alles selber raus, wir machen Selfies. Ja. Denn wir brauchen keinen mehr mit Ohrhörer da. Die brauchen, ne, ist so. Du glaubst gar nicht, wie oft mein gebremst wird. Ja. Da kannst du zuschauen, wie die Buchstaben plötzlich laufen. Ja, ist wahr. Also, das sind keine Hacker. Na, ist klar, wenn ich den Söder anhaue oder den Lindner anhaue, ist ja wohl klar, dass da der Staatsschutz mich sofort auf die Matte hat. Ist ja wohl klar. Na, wisst ihr Bescheid, das ist so. Als Imperator, beziehungsweise als Han Solo, der Gauner. Ich bin Han Solo. Nein, bin ich nicht. Ich bin ABA Solo. Ich bin sein Bruder oder so. Ja, ist klar, ich habe auch keine Haare auf dem Kopf. Nein, der sind wir schon. Personalisierung. Müssen bei dir die Schauspieler immer gleich sein, wenn du was siehst als Film? Nein. Warum nicht? Definitiv nicht. Ja, warum nicht? Identifizierst du dich nicht mit dem, mit Harrison Ford oder so? Ist Harrison Ford Solo für ewig? Sagen wir mal so, du möchtest ja jetzt drauf anspielen auf den neuen Solo-Film, wo er jung ist. Nee. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, magst du Schauspieler? Seht ihr, das meine ich, das ist toxisch. Er ist nämlich schon infiltriert des Internets. Nein, Fragen stellen und darauf antworten. Magst du Schauspieler, so wie sie sind, und die müssen bleiben? Also Harrison Ford als Schauspieler für Solo oder für Indiana Jones oder Blade Runner. Top-Schauspieler, kann man nichts gegen sagen. Nur, was jetzt rauskam, mit dem jungen Solo, ist ja klar, dass man den alten Solo dafür ja nicht nehmen kann. Ja? Erstens das. Da muss ja ein anderer Schauspieler dann rein. Warum haben die sich nicht aufgeregt bei Indiana Jones, wie das Kind gespielt hat, als Jugendlicher? Das war ja wirklich Klamotte. Mit. Ich weiß es nicht. Das war Klamotte. So. Warum regen die Leute sich nicht auf bei Spider-Man? 3 Spider-Mans oder 4 mittlerweile. Ja, irgendwas stimmt hier nicht, weil es toxisch ist. Weil irgendeiner der Meinung ist, er müsste seine Hass-Triade, das sind 40.000 mittlerweile, nach vorne hauen. 40.000 im Internet, das ist an sich ein Fliegenschiss, wie er, ne, ich sag da im Weltall, ne, oder braune Soße für Arme, ja, ist so, ne, ja, du glaubst gleich, was der Imperator drauf hat, und der mag keine braune Soße, absolut nicht, der macht die weg, macht er die. Donald Duck für Arme. Ja, und vor allen Dingen seine Heiligkeit hier, J.J. Abrams. J.J. Abrams als Heiligkeit bleibt. So, die Hasser, die mich jetzt wieder hassen und wieder fertig machen, ihr seid toxisch. Stört mich das? Nö. Ich habe mich irgendwie habe ich mich von euch abgehoben. Mich stört das nicht. So, toxisches Internet, toxisches Star Wars. Zum ersten Mal nach 41 Jahren passiert uns das. Irre, ne? Nein, wir haben doch sonst immer nur Spaß gehabt. Wir haben uns noch nie einen Kopf drum gemacht, dass wir gehasst werden oder dass irgendeiner uns jetzt hier unten drunter was schreit. Niemand hat jemand zu mir gesagt, spoiler mich nicht voll. Aber das kenne ich nicht. Ein Kunde kommt rein, waren Sie im Film? Dann frage ich auch Sicherheitsgründe, willst du jetzt hören? Ja oder nein? Ich sag mal ja. Reicht, bin Spoiler sonst, ich war nämlich noch nicht drin. Ja, warum fragt man mich denn dann? Also, na, ist egal, ich muss damit noch leben. Ja, ist so. Ich kann auch einen Besenstiel fragen, immer ein bisschen Pups und Läge. Nee, ich bin aus Holz. Aber egal. Boah, echt, ey. Nein, zum ersten Mal erlebe ich alles anders. Durch Star Wars. Für mich persönlich ist Star Wars 2.0. Ich liebe alles. 1333, Old Republic, SWORD, vor allen Dingen Battlefront. Meine lieben Freunde, Battlefront. Mir ist was aufgefallen. Wer jetzt mit dem neuen Star Wars klarkommen möchte, braucht unbedingt Battlefront. Nein. Weil jetzt Solo kommt. Solo ist wieder eingepflegt. Das stimmt. So, das wird jetzt alles. Eine riesen Strategie läuft nämlich jetzt. Kaufen, konsumieren. Nichts mehr spielen und Dinges. Wenn du anfängst zu spielen, spoiler mich nicht voll. Ja, ist so. Das ist schlimm geworden. Das ist nämlich toxisch. Auch die Sprache wird anders. Du wirst gelenkt. Ja, das Toxische habe ich ja jetzt aus Amerika geholt, weil die ja momentan mit Herrn Disney gesprochen haben.
Ich veröffentliche euch das alles im Original, geht auf die 100% Begeisterten A bis Z und dann seht ihr das. Problem ist natürlich, dass da einer schreit, du postest ja immer. Ey, ich bin der Admin. Natürlich poste ich. Ist egal. Ja, ist so. Ich freue mich ja auch, wenn ihr Lust habt. Schon wieder einer weg. Ja, kommst irgendwann wieder. Ja, ist das so. Ne? Gestern auch, ganz freundlich. Ja, ich freue mich, dass du mich begrüßt. Ich begrüße immer alle, freundlich. Ja. Da sagt er, ich bin aber irgendwie hier reingekommen, weiß nicht, wo du. Ich habe gesagt, weißt du was, schau dich um. Bitte, schaut euch um in dieser Community. Das geht immer rauf, runter. Ne? Genau, hör mal, lebst du schon oder scrollst du schon? Ne? Ja, ist ja wahr. Ne? Er lebt oder er scrollt. Echt nix. Ja, einige sagen, stopp, bevor du weiter scrollst, will ich von dir erstmal die Adresse wissen oder die gewisse Größe da oder aber das Bild an deinem Handy. Ja, ich. So was gibt es schon mittlerweile. Ja, die haben so. Ja, die haben das Internet ist voll davon. Wirklich, ja, Internet gar nicht mehr. Leute, es gibt gar kein Internet mehr. Wisst ihr, was es gibt? Google weiß alles. Und die anderen heißen Facebook. Siehst du, die fangen schon an zu stoppen. Und YouTube, Feierabend. Früher gab es Kiwigo, Sibylmo, ich hätte euch. Und du.de Community und so weiter. Ach, wir hatten so viel Spaß. 1995 hatten wir so viel Spaß. Die ausgenommen wurde. Wir hätten hier Klamotten machen können. Da habe ich ja auch gemacht. Die kennen mich ja. Ist ja. Naja, die kennen mich. Unter AWA Movie kennen die mich. Da brauchst du ja einen Scroll. Bei Kiwigo glaube ich noch aus den alten Jahren da. Uralte ja. Clips noch mit VHS gedreht und so Scherze. Ja, vielleicht sehe ich dich ja auf den Nimbus 2000 durch die Wälder fliegen. Was ist denn das? Also Nimbus. Das ist ein bisschen von Harry Potter. Wir sind bei Star Wars, verdammt, da kommt er dann mit Nimbus. Wir sind bei Star Wars. Boah, wir sind hier nicht bei den Filmfreunden, wir sind bei Star Wars. Wir nehmen nur diesen Kanon Star Wars über die Überschrift Star Wars, Krieg der Sterne, was weiß ich nicht alles. Ich freue mich, dass ich ein paar hundert Hater da rausgehauen habe. Denn durch diesen Blödsinn, den wir gemacht haben, bin ich nämlich auf die Spuren dieser Herren gekommen. Sind so Flöhe im Feld da. Ping, ping, ping. Hat unheimlich lange gedauert, aber ich habe es geschafft. So, ich hoffe, dass ich. Also ich würde mich tierisch freuen, wenn ich 1000 echte Star Wars Fans in dieser Gruppe hätte. Das reicht schon. Mhm. Weil die Verrückten sind ja bei den Verrückten. Aber hier sind die Ernstzunehmenden, etwas Älteren, die auch Mut haben, sich zu verkleiden, die Mut haben, eine Sendung zu sehen, auch eine Sendung, die die Wahrheit und nicht selbst die Wahrheit verkündet, die dann, der ist umgekippt, den hebe ich nicht auf. Ich nehme jetzt noch einen anderen in die Hand und zwar bedanke ich mich total und recht herzlich bei Rupert. Denn der ist Artkünstler. Der macht Kunst. Der malt sowas. Na, ihr könnt ja bei ihm kaufen. Sieht edel aus. Ja, also macht er wirklich. Der macht es gut. Ja? Ich bedanke mich nämlich total recht herzlich, dass er mir einige Exponate zur Verfügung gestellt hat für diese Sendung. Und wie gesagt, der malt das selber. Ihr könnt das richtig, das ist jetzt nur kopiert und gedruckt und so. Und Passepartout drumherum. Aber ich fand es stark. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht so. Es ist nicht so einfach, in die Kamera zu halten. So, jetzt kommen wir hier nicht mit Schema QVC und 1, 2, 3. Das machen wir hier nicht. Ne? Wir verkaufen nichts. Wir kaufen nur selber ein, damit wir euch das hochhalten können. Und wir unterhalten uns über Künstler, so wie über den Rupert, der Artkunst macht. Denn es gibt ja auch Verrückte, die nennen sich jetzt Artkünstler. Es gibt nicht nur die Verrückten, sondern es gibt auch Verrückte, die sich Art kümmern. Warum auch immer. Wie gesagt, ich bin ja überall drin, bin der Admin. Und für die Sendung bin ich am Recherchieren. Deswegen weiß ich ein bisschen mehr wie ihr. Tut mir leid. Sag ich jetzt einfach mal so. Weil ich bin Gangster, Gauner, ich bin nämlich Aver Solo. Ja, ist klar. So, aber ist halt so. Nein, im Internet an sich gibt es gar keine Internet. Bei Facebook, ne? Beim Fratzenbuch, ne? Wo alle ihren richtigen Namen dran kleben müssen. Ja, du bist gezwungen, den richtigen Namen. Ich habe viele Künstler, da habe ich mich immer gewundert, dass das so lange gut ging. Na, ich hatte auch echte Künstler, die bei RTL waren und so, die waren dann plötzlich auch. Was mache ich jetzt? Die wollten nur als Künstler auftreten, die wollten nicht mit ihrem wahren Namen auftreten. Klappt nicht, bei Facebook klappt nicht. Du kriegst dann, geht nicht. So, dann heißen die so, jetzt kommt keiner damit klar. Dann gehen die natürlich auch wieder raus, ist klar. So, bei Daisy Ridley heißt nur Daisy Ridley. Ist nur mal die echte, Punkt. So, aber das, was ihr jetzt da seht, ist sie nämlich nicht mehr. Das ist nämlich alles nur getürkt, weil sie selbst ist rausgegangen. Die hat die Nase dicke, die war stinksauer, weil die hat sich nämlich sozial verhalten. So wie ich, bin sozial, mach alles. Deswegen habe ich ihm auch vorhin gesagt,
gibst du mir mal eine Kamera, ich finde das toll. Da draußen steht Fachgeschäft. Ja, da steht Fachgeschäft, da gehe ich nicht rein. Immer, kannst du mir mal eine Kamera geben? Ich habe morgen einen Auftritt. Finde ich toll, aber egal. Anstatt zu sagen, verkaufen Sie mir eine oder kann ich mir eine ausleihen? Das ist mir aber zu komplex nach diesem komischen Datenschutzgesetz, weil ich da alles schreiben müsste, habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, von der Wiege bis zur Ware kriegt ihr hier Formulare. Punkt. Aber kopiert eure eigenen. Und euer Kopf kriegt da, schraubt ihn ab, mach ein Foto von, dann könnt ihr da zum Amt gehen und habt da einen neuen Ausweis oder bei Facebook habt ihr ein neues Bild oder wunderschöne Bewerbungssachen. Kostüme, ihr könnt in Kostüme springen. Ich hatte die DC-Leute hier, ich hatte die Marvel-Leute hier und natürlich hast du ja gesehen, die Wahnsinnstruppe Star Wars. Das war die Hütte hier vor. Hier war was vor, oh Gott, oh Gott. Aber war schön. Nein, es macht Spaß und daraus machen wir jetzt, wie gesagt, die Sendung. Jetzt hier im Juni. Merkt, wir sind ein bisschen ruhiger, wir sind nicht so aufgewühlt wie im Mai. Im Mai waren wir ja gewaltig aufgewühlt durch Han Solo und durch die Angriffe, bis wir überhaupt erstmal gemerkt haben, dass das toxisch ist. Das Internet ist toxisch. Weißt du, auf einmal kommt da so eine Hate-Welle, so eine Hasswelle und wir reiten damit. Bild-Zeitung, im Bundestag kommt plötzlich der Yoda. Ja, bei der Allgemeinen, Frankfurter Allgemeinen kommt der Yoda. Ne? Und all solche Sachen, das kann er überhaupt nicht. Wir wollen Spaß haben, verdammt nochmal. Wenn ich da von Yoda rede, dann sagt er, meinst du jetzt das von der Bildzeitung? Oder? Ey, nee, ich rede vom Film. Ich finde total, wie Yoda den Luke da frisch gemacht hat. Ja, so ungefähr. Nein, wirklich, die Leute kommen durcheinander. So, und jetzt die Kinder ansprechen, wir alten Männer, das ist ja deswegen. Das meine ich damit. Es wird alles nur noch programmiert. Alles nur jung, jung, jung für jung, jung, jung. Aber wenn wir Alten jetzt für alte Sendungen machen, dann kommen wir direkt ins Altenheim. Ja, irgendwann später mache ich eine Sendung aus dem Altenheim mit dem Rollator, ja. Star Wars Rollator, das sage ich euch. Na, mache ich, bringe ich, kein Thema. Ja, wie gesagt, meine echten, wahren, realen Kunden, die jetzt halt diesen Flyer, den hast du leider da hinten. Jetzt muss er zu D2 nehmen, mal eben aufsteigen. Du hast ihn außerdem zu weit weggepackt. Aber egal. Macht doch nichts. Diesen Flyer hier. Der Flyer heißt YouTube-Kanal unter UltraD Web TV, die Star Wars Locker von Locker Show für die Community bei Facebook. 100% Star Wars Begeisterte. Das kriegen waschechte, reale Menschen in die Hand gedrückt, weil wir nebenan auch ein Laientheater haben, die ich auf diesem Weg auch bedanke, dass die, wie gesagt, hin und wieder auch mal sponsern, indem sie sich selber sponsern, indem ich für die nämlich Werbung mache. Ah, ja. Da bin ich beim Kern der Sache, wir werden wirklich nicht gesponsert, weil die glauben das. Die glauben, wir kriegen hier alles, halten das fröhlich in die Kamera. Nee, wir arbeiten hart, sehr hart. Er arbeitet sehr hart real, ich arbeite sehr hart real. Und wir haben trotzdem noch Zeit, wir haben trotzdem noch Spaß, für Sendungen zu machen. Ne? Und wir denken uns jedes Mal was Neues aus, wir wissen auch nicht, wie lange das wird. Ich weiß auch nicht, was ich auf der Timeline mache. Ich mache nämlich alles von A bis Z. Ich mache die Sendung, ich denke sie mir aus, ich denke sie mit ihm aus. Wir haben vorhin trocken gesessen, aber so heißt das, haben wir uns abgesprochen. Beginnen wir mit der Sendung, geben wir mal eine, gib mir mal ein Saber. Klappt jetzt nicht, weil das war vorhin. Und dann sage ich, aber bitte ohne Küber, denn, ich habe gerade gefunden, denn ich habe zwei. Ne? Also noch einmal, beginnen wir mit der Sendung, gib mir mal ein Saber, ne? Dann gibt er mir ein Saber, ohne Küber. Denn ich bin drüber, denn ich habe zwei. Nimm zwei, wer außer der Sendung, da bin ich auch wieder beim Kern der Sache. Jeder macht mit. Deichmann, Schuhe, Star Wars. Wen kann ich noch aufzählen? Keine Ahnung. Zigtausend Leute machen mit Star Wars. Und das ist nicht mehr Star Wars. Das ist 100% Kommerz, macht keinen Spaß. Es wird euch Vintage angeboten, die sind spitze. Ich habe mit Dyrus gesprochen, der Funberg macht. Wenn ich Zeit habe und es nicht, ich meine, ich kündige das immer alles, fällt mir nachher auf. Ich kündige immer alles an hier, beim, ne, ich schmunzel auch schon und dann steht er da gar nicht. Hab ich ja nicht gefunden. Siehst du? Recht. Stimmt, hast recht. Er hat recht. Da steht er dann doch nicht da. Also Funberg, auf diesem Werk begrüße ich die, die sind spitze. Das ist mein Empfinden, mein persönliches Empfinden, meine persönliche Meinung, nicht die Meinung Dritter. Funberg gefällt mir, Phil Dyrichs gefällt mir. In Wuppertal machen die das. Und dann den Ferreira Black Series.de, glaube ich, heißt das. Ja. Ne? Also so muss Star Wars sein. Wenn ich ein Star Wars Fan bin, muss ich auf eine Seite kommen, die Star Wars ist. Nicht so wie bei Amazon. Dann wollen sie mir einen Rasenmäher verkaufen, ein Trimmlichtgerät. Ich möchte Star Wars. Punkt. Ich suche Star Wars
Also ich glaube gar nicht, was ich alles gebraucht habe an Zeit, um überhaupt jetzt hier an diese Figuren zu kommen. Auf diesem Weg bedanke ich mich natürlich total recht herzlich auf Amazon, die es mir möglich gemacht haben, mir dort einzukaufen. Und es freut mich, dass ihr mit meinem Geld lebt. Punkt. Finde ich toll. Ist nämlich nicht gerade wenig, was hier steht. Aber egal. Ne, ist so. Dann möchte ich mich noch bei Rewe bedanken. Rewe, da musste ich immer für 30 Euro einkaufen, um so ein Buch zu kriegen. 30 Euro habe ich so ein Buch gekriegt. Und dort könnt ihr mal gucken, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ich mache nur ein bisschen, ansatzweise. Da liegen noch mehr. Und alle, die bei Rewe waren, die Bücher gekauft haben, wissen Bescheid. Wenn ihr für 30 Euro gekauft habt, habt ihr ein Buch bekommen von Donald Duck und seine Freunde. Habe ich noch nie gelesen, weil ich keine Zeit dafür habe. Da könnt ihr eben reingucken. Ja. Und diese schönen bunten Bilder, das habe ich damals als Kind schon nicht gemocht, weil ich komme da mir nicht klar. Ja, ich komme da nicht klar. Das sind ja so ein witziger Typ da. Was sagt er? Heute muss ich Brille tragen, damals nicht. Bitte teilen Sie Fantomas mit, dass er von der Presse erwartet wird. Und dann sagt er, ups. Ne? So, was, ey, egal. Ja, jedenfalls für 30 Euro bekommen. Die Bücher kosten 3,95. Nachher habe ich gesagt, kaufe ich sie so. Ging nicht, weil ich hatte schon alle. Ja, ich habe also ein paar hundert Euro, also, ne, 300 Euro bezahlt für 10 Bücher. Die hätte ich für 39,50 haben können. Hätte ich vorher wissen sollen. Ja, so geht das jeden Tag. Jetzt gehen es die bunten Bilder da für BM und so. Ne? Damit ihr seht, das war im Juni. Damit ihr seht, dass wir im Juni eine Juni-Sendung gelaufen haben, dass die WM da läuft, mit dem Föhn, weißt du so, Föhn von Adidas oder Mercedes da. Ja, super. Ne, du weißt schon, wie ich meine, ne? Den Schwarzhaarigen da, der sich Trainer nennt. Ne? Ja. 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 Was macht der eigentlich? Er wird in den Himmel gehoben, hat nur einmal gesiegt. Ja, ist er so. Alle werden in den Himmel gehoben, haben nur einmal gesiegt. Ja, im Bundestag wird der Yoda da zitiert, das ist mein geliebter Yoda. Der wird da plötzlich zitiert, irgendwann tritt der Pferd oder was. Das sind Büttenredner. Im Bundestag sind alles nur Büttenredner. Was anderes ist es nicht. Müsste Karneval der Büttenredner oder so. Ja, am 11.11. könnt ihr wieder Schwachsinn von euch geben. Am 11.11. dürfen wir auch so durch die Gegend gehen. Hier in Deutschland. Ja, ja, ist doch so. Meine Güte. Ja. Die Juni-Sendung. Wir schwitzen hier, weil Sommer ist. Ne? Ja. Draußen ist es kochend heiß. So, wie kann man denn weitermachen? Wie können wir weitermachen, dass ihr Bock habt, die Sendung zu sehen? Die Zuschauer wissen, also die. Ich muss mich immer erklären, deswegen habe ich ja, wie gesagt, auch diesen Handzettel gemacht. Wir machen also auch Sendungen. Wir machen auch beruflich Sendungen, die ich euch nicht zeigen darf. Da zeigen dann die anderen. Das hier ist jetzt unsere Sendung. Ich habe es mir ausgedacht. Er hat gesagt, komm, ich mache mit. Da bedanke ich mich heute noch für. Alles gut. Dass V3PO da den Stummen macht. Ich hätte gedacht, der liegt jetzt los hier jedes Mal, aber macht er nicht. Ich muss dann immer improvisieren, ihn wieder runterholen. Nee, gar nichts, der ist stumm. Ja, okay, ich wollte ihn nicht als Chewbacca haben, weil der hätte hier geschwitzt wie ein Weltmeister. Ich sehe alles da, habe ich auch letztens vorgestellt. Weißt du, er klippt immer das Ding da runter. Ich weiß nicht, ob der damit gut klargekommen ist, hier stundenlang als Chewbacca zu sitzen. Ich hätte geschwitzt wie ein Schwein. Darum ja. Ne? Also Schwein im Weltall, das war damals, wisst ihr ja, bei Sesamstraße. Und da waren Star Wars auch. Ja, also Star Wars war eine tolle Sache. Ich meine, für jeden Schauspieler, der unter Vertrag steht, der tut mir leid. Ist so, was der alles so machen muss. Ne? Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die... Nee, doch, wie hieß der nochmal? Techno-Nerd, ne? Techno-Nerd? War das der Techno-Nerd, der mit dem Bart bei Saturn? Oder ist der andere? Technik meinst du? Ach, der Technik-Man oder wie heißt der? Technik? Ja, einfach nur Technik. Der heißt einfach nur Technik, der mit dem Bart, ne? Genau. Den grüße ich auf dem Weg auch, die Sendung ist super. Ich meine, er ist ein toller Schauspieler. Du hast ja gesehen, die arbeiten ja für ZDF. Die werden gesponsert, die kriegen Geld. Ja, die dürfen vor der Kamera alles machen, nur ich nicht. Ja, weil ich muss es kaufen. Wenn ich hier einen Joke mache, den muss ich teuer bezahlen, meine lieben Freunde. So, ich habe ja ein bisschen vorbereitet gehabt. Und jetzt räumen wir wieder auf, weil er hat Hunger. Er braucht den blauen Dunst. Und wir brauchen aber zu trinken, weil es ist verdammt warm. Ich würde mich freuen, wenn er dran bleibt. Wir kommen gleich wieder. Und ja, das war die Sendung dann, schätzungsweise für den Juni. Und dann denken wir uns aus für den Juli und so weiter. Wir haben uns so gesagt, 12 Sendungen wollen wir machen. Wir sind so gestartet im Mai, also Mai nächsten Jahres. Und zwar wollen wir nächstes Jahr richtig einsteigen, richtig Spaß haben mit Chicago. Wir werden nicht nach Chicago fliegen, nee. Aber wir werden euch Chicago hier live, wir werden live hier in Chicago haben. Ist möglich, hier ist alles möglich. Wir können auch live senden, ist auch alles möglich hier. Denn das hier ist ein echtes Studio. Das wissen aber nur meine Kunden, die tagtäglich hier vorbeikommen, die wissen das, dass hier ein waschechtes Studio ist, wo hier richtig gearbeitet wird und so weiter. Ihr als Zuschauer
oder in der Community, ihr wisst es natürlich nicht. Die Sendung ist überall zu sehen, natürlich bei YouTube, Facebook, Wohnzimmer. International. Wir haben nur vergessen, anders zu sprechen. Ja, da haben wir jetzt keine Zeit für. Neues, synchronisiert das selber. Ne? Ja, Texturen und so. Also ich fühle mich nicht so wichtig. Also ich meine, ich möchte wirklich Spaß haben, deswegen mache ich die Sendung. Machen wir die Sendung, weil wir Spaß haben wollen. Aber jetzt so profihaft einzusteigen, so viel Geld zu investieren, damit die ganze Welt zuschauen kann. Ich fühle mich nicht wichtig. Ich bin aber ja Solo, das meine ich ernst. Ja, ich komme aus dem Waisenhaus und bin dann, ne, mit 10 Jahren bin ich schon losgegangen. Ne? Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß, Mit 10 Jahren, ich habe gerade einen Wagen kurz geschlossen, bin dann durch die Gegend gedüst. Ja, ich finde das Style, da bin ich ja so in der Styler. Die Styler, die war ja nie vergessen. Ich hab das! Schatz, lass uns aussteigen. Ja, ja. Die Funken sprühen, ey. Aber nichts passiert. Ne? Ja. Ich meine, der Film ist unheimlich locker erzählt worden. Ist wirklich locker, nicht viele Schnitte, aber locker schön erzählt worden. Ich finde das so toll, wenn ich so im Facebook lese, was die drauf haben. Boah, das sind nur Spezialisten. Schnittfehler, Dingsfehler, ich habe keinen gesehen, ich bin vom Fach. Weil wenn ich einen Fehler sehe, habe ich keinen Bock mehr drauf. Irgendwie, ne? Früher die B-Movies und so. Die gab es ja nur. So, ich war gerade interessant, was da so abgeht. Vor allen Dingen, deswegen habe ich ihn ja gefragt, ist das dein Solo? Für mich ist es Solo. Für mich ist es Solo. Mir ist egal, wer denn spielt. Vielleicht habe ich, vielleicht weil ich zu lange dabei bin. Für mich sind es ja Menschen, die arbeiten. So wie du auch. Ja. So, du bist ein Mensch, der arbeitet. Du bist jetzt hier die spielerische Figur von 3DRIPO. Und ich bin jetzt hier die spielerische Figur von Avia Solo. So, und wenn ich, sagen wir mal, 2 Spezialisten finde, dann sind wir plötzlich dahinter und haben alles fertig gemacht, haben den Skripte geschrieben und dann sind dann andere 3DRIPO und ein anderer Han Solo. So, wenn die Leute sich natürlich an uns gewöhnt haben, finde ich das natürlich auch toll und würde mich auch freuen, wenn ihr von uns Fan würdet. Also ich mache es jetzt, ich mache das alles extra jetzt hier, weil er kennt es ja nicht. Ich erkläre ihm das alles, was so im Internet abgeht. Im Internet nennt sie das Crown Foundation. Wir beide sitzen jetzt hier und würden jetzt eine Art Crown Foundation machen und versuchen den Leuten, die hier zuschauen, Geld zu klauen. Komm, unterstützt uns. Na, dann haben wir plötzlich 100.000 Euro, machen genauso einen Scheiß wie jetzt und hätten aber Geld. Ja, so funktioniert Crowdfunding. Ja, ist so. Was war das? Stromberg zum Beispiel. Hat ja auch jeder. Ich habe auch 20 Euro gespielt. Nachher waren wir dann im Nachspann dann zu sehen. Toll. Dafür, ne, ist klar. Stromberg gibt es nicht mehr und so weiter und so fort. Aber 1 Million einkassiert. Ne? Bolli hat das auch mal zwischendurch gemacht, aber dann schnell eingesehen. Stopp, dann nehmen die mir über. Ne? Bolli gut. Bolli Herbig, aber wie der heißt, ne? Ja. Also Bolli Herbig. Herbig, ja, genau. Herbig. Der macht auch sowas. So, das Problem ist, das sind so Ideen von mir. Das ist jetzt kein Scherz. Wenn man so sitzt, Blödsinn macht. Die orientieren sich nämlich auch im Netz. Komm, machen wir. Nur das sind Stars, die können das. Verstehst? So, und jetzt behauptet ihr natürlich, wir hätten abgekupfert. Du kannst ihn fragen, ja, es ist nichts abgekupfert. Wir haben wirklich das gemacht, was wir gemacht haben. Wir haben das gemacht, was wir uns ausgedacht haben. Wir haben hier das gemacht, wofür wir Lust haben. Darum geht es nämlich. Lust, Spaß, wie Star Wars, ey. Ich habe kein Kind mehr gesehen, das damit rumspielt. Ne? Das sehe ich nur in der Hasbro-Werbung. 88, keiner mehr, ich spiele jetzt damit. Ja, alles so ein Scheiß, macht doch keiner mehr. Um Gottes Willen, das Teil ist von 1998, geh bitte behutsam mit um, das ist teuer. Ne? Das ist eine Figur, oh egal. Ich habe viele Exponate da stehen, 5-10 Mal gibt es die nur auf diesem Planeten. Und trotzdem ist das für mich nur eine Figur. Das ist eben so. Also Massenware oder nur 5 oder 10, zeige ich dir gleich mal. Ich habe ein paar tolle Sachen da, die gibt es nur 1000 Mal oder 1500 Mal auf den ganzen Planeten, wo gemerkt. Die Planet ist keine Scheibe, sonst hätte die nämlich alle einen Sonnenbrand, aber auch egal. Mal nachdenken, ist ja klar, wenn das eine Scheibe ist, den ganzen Tag die Sonne drauf. Wird heiß, ne? So, aber die Leute sind der Meinung, ich mache so einen Scheiß im Internet, ne? Ist klar, ist toxisch. Internet ist toxisch, wirklich. Wenn irgendeiner angreift, der eine fliegt mit 600 Meter über der Erde und zeigt, dass die flach ist. Ich finde das alles toll, das ist Internet, das macht Spaß. Was ist World Wide Web war irgendwie besser.
und du, die Community. Jeder hat eine tolle Seite gehabt. Wir konnten kommunizieren, willst du machen. Bei Seven Load mussten wir solche Videos machen, der andere musste auch so ein Video machen, als Gegenvideo für das Video des anderen. Hat Spaß gemacht. Okay. Viele haben sich was ausgedacht, viele haben Shows gemacht. Die sind dann wirklich gekupfert worden und die Profis haben das danach gemacht. Und schwuppdiwupp war es weg. Ich meine, das Problem, warum ich auf toxisch reagiere, ist, das Ding wird zu schnell. Zu schnell? Das Internet ist zu schnell. Das, ja, du kommst doch gar nicht mit, weil ich die ganze Zeit quatsch. Weil ich ja schon da geflossen bin. Verstehst du, das Internet ist zum Schluss? Ich habe mich da reingeschmissen. Und während ich Hallo sage, dann ist das schon vorbei. Dann bin ich schon mehr wie Hallo. Verstehst du? Ja, du bist schon 10 Jahre im Voraus. Ja, und dann hast du keinen Bock dann drauf, hinterher zu schwimmen, weil es nämlich anstrengend ist. Ich halte dich fest, kannst du mich mitziehen. Nein, der teile ich schon so ein Seil. Ich kann also nicht mehr abrutschen. Oder? Nee, aber ist, das Internet ist so schnell. Und deswegen geht auch das Star Wars kaputt. Weil, wie ich, nein, Lukas, es geht doch gar nicht. Ich sehe jetzt was im Film. Komm nicht klar damit. Ich soll jetzt ein Buch kaufen. Das schon mal Geld kostet. So. Dann soll ich mich hinsetzen und ein Buch konsumieren. Damit ich den Film verstehe, den ich gerade gesehen habe. Also. Ist das jetzt wirklich der neue Sinn von Fernsehschauen, von Kino gehen? Also nicht wirklich, nein. Ja. Nicht wirklich. Deswegen frage ich die ja da. Ja, also wir hatten so eine Idee, wir unterhalten uns vor laufender Kamera. Ich zeige euch also in dieser Sendung, was wir alles so vorhatten. Die nächste Sendung wird vielleicht gezielt dann nur gezielt sein. Und vielleicht auch kürzer. Aber diese Sendung soll ja, wie gesagt, euch animieren, Lust zu haben, die Sendung zu sehen. Darum geht es mir. Ihr sollt wieder Spaß haben. Ihr sollt auch Spaß miteinander haben. Das hat unheimlich lange gedauert, dass jetzt ein 3DPO erwachsen wurde. Ich habe ihn damals nackend da in die Ecke gestellt. Okay, jetzt bin ich Han Solo, vorhin war ich Anakin Skywalker. Ich springe also hin und wieder mal hin und her. So müsst ihr es sehen. Ja? Star Wars ist 41 Jahre alt. Hat sich entwickelt und ich finde es so super, was ihr darunter schreibt. Ich habe so viele, die genauso denken wie ich. Sie wollen einfach nur konsumieren, die wollen Spaß haben und sie freuen sich auf die Entwicklung von Star Wars, die weitere Entwicklung. So, aber ich als Admin achte auf alles, fühle mich ein bisschen verantwortlich, versuche ein bisschen zu jonglieren, ein bisschen zu driften und dass wir uns unterhalten, so wie wir beide uns unterhalten. Mein Problem ist halt nur, dass er noch nicht so unterwegs war wie ich jetzt und deswegen bin ich halt im Fluss und rausch da irgendwo lang da. Kein Problem. Für ihn kein Problem, merke ich schon. So, deswegen mache ich jetzt erstmal einen Cut hier und nach dem Cut kommen wir wieder und dann sind wir ein bisschen anders drauf. Bis gleich. Mach's gut. Bleib dran, haut dich ab. Ich weiß, ist lang. Ne? Und schon, ja komm, bleib dran. Bitte, bleib dran. Bitte. Ah, willkommen bei Das Leder! Ah, ja, Lord Helmchen! Lord Helmchen! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr seid bei Lord Leder! Ah, Handschuh will, ne? Er hat die Macht, Ich hab die Macht! Ah, ihr seid bei der Sendung, wir zeigen euch alles, wir haben alles gekauft, nicht gesponsert. Habt ihr gerade ein falsches Schwert in der Hand? Nicht schlecht. Weil hier improvisiert wird, wir haben kein Skript. Ich weiß gar nicht, ob der mich hört, aber egal. Ich bin Lord Darth Vader für Arme. Ja, ich bin Lord Darth Vader für Arme. Ihr dürft mir glauben, dass das heiß ist. Ihr dürft mir glauben, dass das nicht nur heiß ist, das ist heiß. Ich hatte ein junges Mädchen da, die hatte mich gefragt, ey, wie haltet ihr das eigentlich aus? Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Das ist halt so. Nur die Harten ist. Also meine lieben Freunde, also die 501er, die wissen Bescheid, dass das richtig und so weiter. Ich habe es versucht, um seinen Hals, ging nicht, sein Hals war zu dick. Das ist immer R2D2, das klappt nicht. Nee, falsch, 3PO. Ihr müsst mich nicht dauernd unterbrechen. Wir wissen, dass wir hier Schwachsinn machen. Wir machen den Schwachsinn gern. So, ich möchte euch auf den Imperator verweisen. Es gibt nämlich auch einen Imperator, der benefitsmäßig in Oberhausen Gelder eintreibt für eine gute Sache. Der hat so eine Kutte um,
und mache dann so, ich glaube 50 sind schon Freunde da, zahlen jeden Monat 1 Euro. Ich meine, 1 Euro zahlen geht ja noch, ne? Die 12 Euro im Jahr habt ihr ja über für den Imperator, ne? Ganz bestimmt. Und so, jedenfalls in Oberhausen gibt es den Imperator, Thomas sein Name, der macht das dann da und der macht das so als Charity oder so, keine Ahnung, ist meistens so bei Mediamarkt oder bei Saturn unterwegs, ne? Ja, so, ne, den Imperator, ja, ne? Wer war das, Palpatine, ne? Der hat sich dann verändert, ist dann zu dem geworden, was ist, es gibt auch eine tolle Truppe, die auch so rumläuft, die machen die Masken wirklich. Können die nur einmal tragen, ist klar, für diese Aufstellung, dann müssen sie wieder neu machen. Also ein Haufen Arbeit. Haufen Arbeit und man, darauf möchte ich auch hinaus, Geld. Alles kostet Geld und deswegen haben wir auch überall Ärger, weil kaum einer Geld hat oder Geld verdienen will. Star Wars als Milchmaschine, haben wir ja gesehen, ne? Ja. Mickey Mouse rennt da rum und macht alles Quatsch. Meine lieben Freunde, ihr seid hier bei der Wahrheit, echten Sendung, Star Wars Community für alle. Locker vom Hocker hier, weil wir hier so richtig locker rumdüsen können und Spaß haben. Diesmal hat er auch einen Stuhl, der nicht quietscht. Letztens war es einer, der knarrte ja vor sich hin. Vor der Sendung, also die Sendung im Juli, da werden wir ganz anders daherkommen. Da werden wir gar nicht so einen Blödsinn machen wie jetzt, sondern richtig profihaft. Und muss gucken, ob ich das Geld dafür habe, um eine profihafte Sendung zu machen. So profihaft, dass ihr richtig Spaß habt, diese Sendung zu sehen. Weil ihr seht jeden Tag, deswegen, ihr habt eine sogenannte Überflutung. Wenn ich sage, ich mag 3D, innerhalb von Nanosekunden, scheiß 3D. Da haben wir es schon mal. Toxisch. Internet ist toxisch. Du musst immer im Fluss bleiben. Bist du gegen den Fluss, kriegst du sofort einen drüber. Ich bin halt jeden Tag von 24 Stunden, 7 Tage die Woche, kriege einen vor die Nase. Macht nichts. Ich habe eine gute Nase, sieht gut aus. Ja, und zu Weihnachten habe ich eine rote Nase. Dann bin ich dieser komische Hirsch. Ja, bist du Bescheid? Rudolf! Rudolf mit der roten Nase, auch bei Star Wars. Okay, jetzt sind wir zum Schluss. Jetzt wollen wir ein bisschen ernst sein, damit ihr seht, dass in Juli eine ziemlich ernste Sendung kommt. Denn Star Wars steht im Moment im Dunkeln. Für Junge mit Maske würde Snoke sagen, wenn er nach da wäre, so mächtig war der. Ja? Ein Junge mit Maske. Ein Junge mit Maske ist Kylo Ren. Ich habe jetzt keine Figuren da, das habe ich euch vorhin gezeigt. Ihr wisst, wie Kylo Ren aussieht und er hat ja auch selber gesagt, plötzlich stand er mit der Strampelhose, Oberkörper frei. Schon ging es auch wieder los, weil ist alles toxisch. Internet ist toxisch. Ging sofort los. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die ganzen Leute, kleine, mittelgroße, alle standen dann da. Das meine ich damit. Es ist wie so ein Magnet. Du siehst irgendeinen Schwachsinn und schwupp, machen alle denselben Schwachsinn und sie merken es nicht. Wie mit dieser Bohrart. Badehose oder was das da ist. Korrekt. Ja, ja, genau. Die wird ja jetzt sogar noch schlimmer. Die hast du gesehen? Ja, auf der Seite. Ja, ja, ist ja. Klar. Ja, das meine ich. Und das ist cool, das ist in. Und so ein Typ wie ich, der ehrlich ist, sein Alter hat und wirklich Spaß haben möchte, keine Chance. Du hast einfach keine Chance. Du rufst jemanden an, du, ich möchte eine Sendung machen. Dann sagt er, jo, was zahlst du? Ist so, fängt bei 1000 an, 3000 und so. Er ist halt noch günstig. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee und ich habe ihn gebaut. Ne? Ich bin ja der Anakin, jetzt im Moment wieder AWR Solo. Vor ein paar Sekunden war ich auch wieder Anakin, um euch diesen teuren Helm vorzustellen. Bist du mal so nett und gibst mir den nochmal? Du hast den da irgendwie weggepackt. So, wie gesagt, der besteht aus 3 Teile. Also so schlecht ist es nicht. Kostenpunkt wisst ihr ja bei Amazon für 129 Euro. Hat nichts damit zu tun, wie im Original früher war. Dieser Helm kostet 999 Euro, aber hat nichts anderes wie das auch. 4 Teile, sind auch 4 Teile, auch hier sind es 4 Teile. Das letzte Teil ist das Teil zum Hinstellen, dass man den dann irgendwo auf der Bühne irgendwo hinstellen kann. So, da ist der Röchelteil hier, alles magnetisch gemacht, sehr gut, finde ich. Ja. Hier sind die Magnete, die halt, sobald man Kontakt aufnimmt, beginnt, man kann auch, wie gesagt, hier an der Seite. Ja, das ist jetzt Lord Helmchen. Ja, geil, das ist Lord Helmchen. Na? Hammer. Geht? Da ist nochmal ein cooler Regenschutz. Ja, stimmt. Können wir machen. So, wie gesagt, ist hier. Kostenpunkt 129,95 bei Amazon. Und wenn ihr Glück habt, Schnäppchenmarkt. Da sind wir beim Kern des Themas. Star Wars sind nicht nur für Schnäppchenjäger.
gestern noch einen gesehen, der da so geil fand, dass er für 3 Euro das Püppchen einkaufen konnte bei Rewe oder bei Kaufland. Also Star Wars ist ja gar nicht mehr Star Wars. Das ist so eine Art Markenware, die jeder haben will. Haben wir eine Marketing-Sache? Ja, irgendwie, ich will jetzt Kohle machen. Ja? Ich will jetzt Kohle machen, ich werde jetzt Star Wars-Fan. So ungefähr. Und wenn du dann irgendwas Dummes sagst, dann hast du natürlich sofort einen zwischen den Backen. Ne, ist klar. Ja, ich auch. Ja, vermute ich mal. Also Lord Hähnchen ist gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Das ist dann die andere Fakultät. Gib mal her. Das ist eine tolle Sache. Ja, warum nicht? Das tut nur höllisch weh, weil er ist nicht gepolstert. Ja, Lord Hähnchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lord Hähnchen. In der Sendung 100% Star Wars begeistert. Hört ihr an der Stimme, dann hört sich so blechern an. Ey, ich bin Lord Hähnchen. Lord Hähnchen. Warum nicht Maul und... Oh Mann, ey. Okay, ich mache ja gerne Blödsinn. Ich mache sehr gerne Blödsinn, auch diesen Blödsinn. Wie gesagt, überall Magnete. Das ist eine tolle Sache mit den Magneten. Sobald man nämlich den Verschluss zu hat, beginnt das Röcheln. So, natürlich dürfte man mit so einem Spaß nicht bei den 501 auftauchen. Dann würde Ärger geben. Also... Star Wars ist 501, da gibt es keinen Spaß. Da muss jeder gehorchen. Wer ein bisschen machoistisch angehaucht ist und den Zölibat liebt, sollte zu den 501ern gehen. Strange, alles gerade. Wir sind locker vom Hocker. Bei uns macht es Spaß. Bei uns können die Figuren rumfliegen. Wann ist denn der hier geboren? Wann war der denn geboren hier? So, diese Figur haben wir auch. 1998. Diese Figur ist von 1998. Jawohl, das ist der Imperator von 1998. 20 Jahre. 20 Jahre alt. Ne? So steht die Puppe hier rum. Ich gib's euch nicht. Nö, mach ich nicht. Ne? Ja, Star Wars. Jetzt bist du mal dran, junger Mann. Jo. R2D2, WebTV, Kontakte da. Ich will hoffen, dass du die alle da ein bisschen kontaktest. Ich hoffe, dass du da ein bisschen Schwung reinbringst. Ich mache jetzt keine Werbung, ich mache jetzt kein Crowdfunding da. Kaufen macht, gibt uns Likes, liked uns, liked. Nee, interessiert mich alle gar nicht. Macht, was ihr wollt. Ich mag euch alle, wie ihr seid. Vor allen Dingen meine Kunden, die tagtäglich erscheinen, die mag ich. Die fragen mich immer, warum ich so freundlich bin. Ich werde auch immer freundlich bleiben. Du bist so, wie du bist. Ich bin, wie ich bin. So ist das. Weil wir sind jetzt hier in der Sendung. Ne? Hier hast du nur ein Lichtschwert. Ne? Also ein Lichtschwert hast du hier. Ach, da hast du mal eins. Ja. Ich habe auch gleich eins. Ich fand das so stark. Ne? Gib mir mal ein Lichtschwert, aber ohne Küber, denn ich habe eins über. Also spielen wir heute dann da mit Laserschwerter da. Kommt ihr euch nicht ein bisschen bekloppt vor? Aber es war nur eine Frage, eine rhetorische Frage. Braucht ihr nicht drauf antworten. Da ist so also die Hampel damit rum. 2000, 3000 Euro teuer, richtig dick fett hier. George Lucas spielt mir so ein Teil rum, ja, so ein Billigteil von Hasbro. Ist an sich gar nicht mal so schlecht. Macht schon Spaß. Genau. Ja, damit rumzuspielen. Ja, im dunklen Raum, ihr glaubt es kaum, man sieht euch. Ja, ja ist so. Ja, also ist ein schöner Wegweiser, an sich sollte jeder so einen Stab haben. Ja. Das wäre jetzt auch mal so eine Marktlücke. Jeder Autofahrer müsste sowas haben als Notleuchte. Ja, ist doch so. Wir vermarkten jetzt Star Wars. Da kenne ich jetzt nichts. In der letzten Stunde vermarkte ich jetzt Star Wars ohne Ende. Der siebte Sinn mit einem Laserschwert fummelst du auf der A40 rum, weil du im Stau stehst. Ja, so viele Marktlücken bei Star Wars. Also die sind schon alle. Die sind ja. Ein bisschen gibt es ja. Also Star Wars ist toxisch geworden. Es könnte sogar sein, dass jetzt Star Wars am Ende ist. Ja, ich weiß. Also nicht bei uns beiden. Kein Fall. Und bei euch auch nicht. Also die Zuschauer, die uns jetzt hier verstehen, sind auf unserer Wellenlänge. Wie viele auf unserer Wellenlänge sind, das weiß ich nicht. Aber die andere Fakultät, die ist ja schneller. Das ist euch nicht aufgefallen, ist aber so. Sobald wir was machen, sind dann die anderen, also die Dunkelheit. Die Star Wars Dunkelheit kommt über uns. Bevor wir dann endlich mal ins Licht kommen. Ist schon mal aufgefallen, das ist so. Erst kommen die Dunklen. Die klauen dir das Handy bei der Arbeit. Motzen dich sofort an, wenn du in Urlaub willst. Ja, drehen sie am Rad. Echt, werden sie komisch. Anstatt so wie du jetzt hier, mein Street-IPO. Nö, ist okay, komm vorbei. Da, so muss das sein. Ne? Also die nächste Sendung wird nicht so fröhlich sein.
weil eine Absicht steckt schon dahinter, sonst hätte ich diesen, du musst leider mal eben aufstehen, du hast ihn auch wieder zu weit weggelegt. Ich habe den anderen leider schon an der Wand genagelt. Sag mal so nett. Verschwinde mal eben kurz. Er ist auch wieder da. So, ne? In Kleinform hänge ich ihn auch. Also der ist unser Maskottchen ab sofort. Ich mache dir gleich fertig. Darfst du mit nach Hause nehmen. Deine Frau wird sich dann auch. Ne? Donald Imperator Duck. Donald Imperator Duck ist jetzt unser Schirmherr, der wirklich jetzt darauf achtet, dass das Netz nicht mehr toxisch wird. Ne? Deswegen trägt er auch diesen Wahnsinnshelm. Den nehme ich jetzt nicht nochmal auf. Ich werde ein paar Helme besorgen irgendwie. Ich versuche die Sendung ziemlich lustig zu machen, vielleicht eine Nachrichtensendung oder so. Eine Star Wars Nachrichtensendung. Problem an der Geschichte ist halt, ZDF ARD mit seinem Funk. Jeder meint, wir machen es nach, wir tun es nicht nachmachen. Bei meiner einer macht es schon viel zu lange. Da gab es Funk noch gar nicht. ZDF ARD gab es. Wie wir dann da hingegangen sind, haben wir nämlich einfach einen Koffer gekriegt. Ja, und die haben uns ausgelacht und so weiter. Und jetzt auf einmal merken sie, damit man Geld machen kann. Ist so. Und die andere Werbefirma, die ist natürlich international unterwegs, die hat festgestellt, dass man mit Bösen noch mehr Geld machen kann. Und da sind wir beim Kern unserer Idee, mit dem Netz aufzuräumen, wieder Spaß zu haben, euch Spaß zu übermitteln, dass ihr ja vielleicht dasselbe macht. Seid bitte vorsichtig mit Kamera an, mit Menschen einladen. Das kann tierisch in die Hose gehen. Ich sag, sehr teuer. Kann verdammt teuer werden. Glaubt es, nicht einfach so. Ich falle gerade schon, merke ich schon, wie ich das hier machte, wurde ich plötzlich zum Böhmermann. Ne? Böhmermann war ja gestern so ein komischer Strudelpeter da. Ne? Will ich nicht. Ja, ich meine, ich bin vom Fach, wen soll ich bitte schön neu erfinden? Eine neue Figur empfinden? Ich meine, ich bin ABH Solo, das ist auch geklaut. Ne? Ja, ne? Ist so. Ja, in der heutigen Zeit was Neues erfinden, dass ihr Spaß habt, dass ihr die Sendung schaut. Ich meine, wir beide sind froh, wenn zwei, drei zuschauen. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Sagen. Ist drauf, ist okay. Wenn wir selber gucken, wenn wir uns selber anschauen. aber wie gesagt, wir versuchen, also wir sind immer noch im Aufbau, weil im Moment, wie gesagt, dieser Hass, der geht mir sowas am Senken. Ich komme da nicht raus, bin ja in der Dunkelheit gefangen. Ich suche krampfhaft das Licht. Na, ich habe hier Licht genug, aber ich bin trotzdem dunkel. Jedenfalls bei Star Wars. Vielleicht sollten wir beide mal ein antitoxisches Bad nehmen. Ja, wenn nicht schlecht. Ja, antitoxisches Bad heißt Facebook aus, YouTube aus, Handy aus. Bücher lesen, dann bist du wieder frei. Zunge wieder ins Mittelalter zurück. Vielleicht werden deswegen, nein, deswegen kommen die Araber hier hin. Um uns wieder frei zu machen. Weg von der Elektronik. Ja, die mögen das doch nicht. Da darfst du nicht singen, nicht tanzen, nichts. Da darfst du auch Schweine nicht durchs Weltall schicken. Darfst du nicht, geht nicht, da kriegst du Ärger. Ne, das geht nicht. Also Schweine bleiben schön zu Hause. Ne, Muppet Show, das war so schön, Miss Piggy und so. Ja, das vermisse ich alle. Ich vermisse das Fernsehen von damals. Ich vermisse das Lachen. Ich vermisse die Cowboy-Sendung, die lustigen am Freitag um 18 Uhr. Da fährt er eine Klamotte. Ja, das ist schon ganz lange her. Ja, ich bin immer so alt. Aber das hat Spaß gemacht. Sonst wäre ich doch gar nicht der ich heute bin. Das da, was heute ist, was ist denn das? Bitte schön, ich will YouTuber werden. Du willst YouTuber werden. Kannst du mir mal erklären, was das ist? Was ist ein YouTuber? Ich bin, weißt du, YouTube 1995 C-Bit kam aus, könnt ihr das nachlesen? Ich rede hier keine List. Google ist der Vater all. Weil wenn du irgendwas sagst, auch toxisch, kannst du nachlesen, was das ist, bei Google. So, das ist so. Ja? Aus allem, was schön war, wird der böse Kommerz. Meine Güte, mal am laufenden Band, wie haben wir das gerne geguckt, Rudi Carrell. Waren wir jetzt mal wieder richtig Sommer? Wir haben ihn, Kühlschrank nebenan. Ja, ist so. Oder andere schöne Sachen. Ja, wir haben keinen Thomas Gottschalk mehr, wir haben kein Wetten, dass mehr. Und wenn, Abklatsch, die ganzen Talks-Sendungen kriegen, macht doch keinen Spaß. Ja, wir beide kriegen kein Geld, reden euch trotzdem voll. Ist dasselbe, was die auch machen. Die reden doch dasselbe. Die reden doch dasselbe und kriegen richtig Geld dafür. Und ihr sagt, alle, nicht alle, aber der Großteil sagt,
dass die anderen besser sind. Ja, eben nicht, wenn jetzt hier Harrison Ford sitzt. Ja? Ja, nee, ich habe ja alles gesehen, ich kenne die ja. So, Harrison Ford sitzt jetzt hier, macht einen, und dann kommt hier wirklich ein überzeugter, wirklich, und dabei weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich getürkt war oder nicht, weil ich würde niemals in eine Sendung mein teures Teil mit reintragen. Okay, der andere trage ich immer mit, aber in der Hose. Sondern ich rede von dem teuren Teil, was er hier mag, nämlich den Falken. Er ist so ein Falkenjäger hier. Er möchte den Falken am liebsten in allen Variationen haben. Ne, er ist so. Der sitzt im Falken, kommt da gar nicht mehr raus. Sein Auto ist schon ein Falke geworden, aber egal. So, ungefähr. Und dann schmeißt der das runter. Einige tausend Lego-Steine. Ja, ich meine das schon alleine. Man muss, nein. Deswegen sage ich, das Netz ist toxisch, sehr vorsichtig mit umzugehen. War das jetzt getürkt, verstehst du? Ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Weil in der anderen Sender gibt es ja eine tolle Sendung. In Amerika. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, ich will auch gar keine Werbung machen. Bitte selber schauen, bitte selber googeln. In dieser sogenannten berühmten Sendung, ja, in der berühmten Sendung, nimmt er seine eigene Puppe auseinander, die mal in 369 Euro kostet. Meine einer würde sie kaufen wollen, die kostet nämlich mittlerweile 900 Euro. So sieht's aus von Zeitshow. Ja, ja, nimmt er die auseinander. Hat er, hat's ja genug. Vielleicht hat er sie bezahlt oder keine Ahnung. Das meine ich mit Sponsoring. Na, bist gesponsert, mach doch ruhig. So, das kann es doch nicht sein. Ja? Ich meine, sogar die Teile hier waren nicht billig. Was er da trägt oder was ich hier trage. Amazon hat sich gefreut, wie ich sie bestellt habe. Und das mal neu. Ne? Amazon hat sich gefreut, wie ich den Helm bestellt habe, den ich hier dauernd trage, Blödsinn mitmache und hier darüber echauffiert oder sagt, ey, der tickt nicht richtig. So, das sind so Sachen, da um uns geht es darum, um die Wahrheit von Star Wars. Die Star Wars, wie es ist, Spaß macht, Mark Hamill, Carrie Fisher, Ford. Okay, das sind Namen jetzt mittlerweile, aber ich weiß persönlich, dass Carrie sauer war, wenn die dauernd als Leia. Das hat die gehasst wie die Pest. Ist doch klar. Denn, kommen wir zum Kern des Themas, warum ich toxisch sage, es kann nicht sein, dass Daisy Ridley fertig gemacht wurde. Es kann nicht sein, dass Bodega fertig gemacht wurde. Der wurde direkt am ersten Tag fertig gemacht. Am ersten Drehtag ging es los, dass ein Afroamerikaner in Star Wars aufläuft. Da ging es aber richtig zur Sache. Dann jetzt hier, ich weiß nicht, Koreaner, Japan, ich weiß nicht, wie die junge Dame, die jetzt frisch gemacht wurde, ne? Ist auch eine tolle Schauspielerin. So, die hat das auch gesagt. Daisy Ridley hat wirklich ganz böse Sachen bekommen und darüber kann man nicht lachen, das geht überhaupt nicht. Ja, ich meine, irgendeine Tüte Scheiße schicken, habe ich nichts gegen, ist okay, dann ist halt ein Witz. Aber schon Sachen schicken, wo das Leben schon in Gefahr gerät, darüber kann ich nie lachen. Tut mir leid, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Okay, gar nicht so. Nein, aber es kann doch nicht sein. Zum Beispiel Deutschland ist ein Einreiseland. Hier kannst du einreisen mit Papiere oder ohne Papiere. Hier kannst du Menschen, hier kannst du Kinder umbringen. Du bist noch niemals verurteilt. Ich meine, wenn das Furore macht, ist klar, dass alle kommen. Ach, da kannst du leben wie im Paradies. Immer der gefällt mir nicht. Hier, hab einen Kopf in der Hand. Wieder geil. Ja, das kann es doch nicht sein. So, und deswegen bin ich so knatschig geworden, weil alles wird Star Wars. Bundestag spricht über Star Wars. Yoda. Allgemeine Frankfurter spricht über Yoda. Und halt Rassismus, AfD und Islam rein. Meine lieben Freunde, wir müssen, wir Fans, wir guten Fans, wir wirklich guten Fans müssen uns nicht zurückhalten, nur weil wir lieb und nett sind. Wir guten Fans müssen sagen, stopp mal, wir sind Old Republic, wir sind 1333, wir sind Gamer, Schnitt, wir sind Gamer, wir sind Buchleser, wir identifizieren uns damit, wir machen eigene Klamotten, wir sind Cosplayer. Wir sind Star Wars. Jeder Einzelne von uns ist Star Wars. Wir dürfen oder sollten es nicht dulden, dass so etwas geschieht, dass alle jetzt darauf rumreiten und sogar Disney fertig machen. Ja? Das kann es nicht sein. Wir wollen Spaß haben, wir machen das auch. Die Juli-Sendung wird eine tolle Sendung. Die wird richtig vorbereitet und ich hoffe, ihr habt dann Spaß dran. Weil jetzt im Moment haben wir einfach mal gesagt, komm, wir springen in den toxischen Internetfluss und fließen und haben uns natürlich gut abgesichert, weil wenn wir toxisch werden, gehen wir unter. Zwischendurch haben wir es auch leider gehabt, da wurden wir selber dunkel, noch dunkler wie der dunkle Lord selbst. Ja, ist Lord Hähnchen, kommt da gar nicht gegen an. Ja. Ne? Ja, aber das Problem ist, also, Fernsehen funktioniert so. In welcher Schublade willst du? Ja. Wen willst du erreichen? Und wie viel Geld willst du verdienen? Nennt sich Quotenmeter. Quote. So.
Und mittlerweile gibt es ja ganz viele Leute, die da sitzen und alles gucken. Auch die schauen sich das hier an. Ja, das ist so. Bist du dir sicher? Oh, und wie ich da sicher bin. Mhm. Weil der Bundesnachrichtendienst, wie die alle heißen, gucken sich das an. Mhm. Vertue dich nicht. Die gucken sich wirklich alles an. Ich habe hier waschechte Leute von Facebook, kein Scherz, die mir sagen, was die für einen Scheiß da alles lesen müssen und gucken müssen, um euch dann in Notfall zu sperren. Das habt ihr nämlich auch vergessen. Ja, es gibt Facebook-Leute, die sind bei Facebook angestellt und achten darauf, was du sagst. In dem Moment wirst du gesperrt. Denn viele waren ja schon im Facebook-Knast für 3 Tage. Dann finde ich ja stark, die Leute, die halt deutsch sind, ne? Ich sage jetzt, dass deutsch sind, die dann sagen, ja, das war Eichenlaub, das war einer mit Sternchen und so, haben die auch gezeigt. Ne? Kriegst du dann einen Orden. Die alten Orden von früher im Ersten und Zweiten Weltkrieg, da mit Eichenloch und so. Wenn du da die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast und schwuppdiwupp, warst du weg. 30 Tage gesperrt, 10 Tage gesperrt, 3 Tage gesperrt. Ich habe auch Spaß mal, ist mir egal, dann werde ich jetzt gesperrt. Ich habe auch Spaß gesagt, dass der Mohr mit seinem Mohrenkopf durch das Mohrenland läuft. Und schon war ich gesperrt. Wegen dem Mohrenkopf. Ja, hallo. Es gibt keine Zensur. Du darfst hier frei sprechen. Plötzlich darfst du es nicht mehr. Wer hat das gesagt? Wer hat das bitte schön gesagt? Wo? Hallo? Es ist doch nicht geändert worden. Ihr redet doch vom Grundgesetz da. Ihr labert doch nicht so einen Scheiß da. Ich lebe nach 2-4-Vertrag nach Deutschland. Punkt. 98. So. Und jetzt die EU. So, jetzt hänge ich hier rum als Leute. Ich werde gerade wieder dunkel. Ich merke das. Ich kann so, ja, wenn du den Top aufhast. Wenn du den Top aufhast, dann in dem Moment wirst du... Nee, nochmal, Lotte Hähnchen hier. Also wenn du den Top aufhast, dann gehst du ins Dunkle, dann gehst du ab. Und dann bin ich auch direkt wieder im Kern bei Star Wars. Ich komme nämlich darauf, ich gucke das so intensiv. Rey marschiert da durch wie ein Weltmeister. Luke damals hatte Angst. Ja, wie er da reinkam. So, Luke wurde uns noch menschlich dargestellt. Das hier sind Übermenschen. Nicht nur, dass der eine im Toilettengang alles kann. Ja? Der kann alles. Der geht einmal durch die Toilette, kennt den Raumschiff. Ja. Der kennt jeden Schalter, der weiß, der kennt sich aus. Der hat auch Poe Dameron erklärt, wie er das machen muss. Poe Dameron schickt ihn weg. Okay, da kommst du richtig, indem du sagst, das ist alles so, ne? Kann man. Oder, ja, wirklich, kann man. Indem, ja, das ist eine Kapsel, da ist nichts drin. War in der Wirklichkeit war er hier drin mit seinem Plänen da. Ne? Pat und Patterchen, die beiden da. Ne? R2D2 und 3DRIPO. Ne? So. Und jetzt hier waren ja Finn und seine Begleiterin da drin, die halt nicht gemocht wird. Warum wird die Frau nicht gemocht? Ich verstehe nicht, die hat so eine tolle Rolle gespielt. Sie hat doch, die hat doch Trauer getragen. Ihre Schwester ist in den Bomber umgekommen. Ja? Alle fragen sich, na Leute, fragt euch doch nicht. Das ist ein Galaxy Fantasy. Da funktioniert an sich gar nichts. Ja, da braucht man nicht drüber nachdenken. Pommeren, so wie der fliegt, bremst ab. Ey, ohne Steuerdüsen? Keine Ahnung, geht nicht. Special Effect. Nein, es geht darum, ich rede zu denen da. Ich rede zu den Zuschauern. Diese Zuschauer haben mich inspiriert für diese Sendung. Diese Zuschauer haben mich inspiriert, dass ich feststelle, dass das Internet toxisch ist, dass es ansteckend ist, dass es in Sekunden weitergetragen wird, dass die Bild-Zeitung mit so einem Schwachsinn rüberkommt, dass Fokus damit rüberkommt, dass Spiegel damit rüberkommt. Das sind Zeitungen, die an sich ganz anders rüberkommen müssten, um uns irgendwelche Nachrichten zu verkaufen. Aber doch nicht so, bin ich der Meinung. Star Wars muss Star Wars bleiben. Wir müssen Spaß haben, wir müssen darin schwimmen, darin baden und lustig wieder rauskommen. Ich bin 3DPO, Menschkontakter. Da dürftest du es gar nicht. In diesem Moment, was ich gerade gemacht habe, verstehst du, werde ich sofort in eine Ecke geschubst. Und das muss aufhören. Das ist mir egal. Du kannst mich hinschubsen, wo du willst. Wenn ich rauskomme, dann ist Hölle an die Not. Aber egal. So, aber das meine ich. Dieses Schubladen schubsen. Ja? Dieses Hassen, ihn hassen. Ja? Ich kann seine Fresse, mag ich nicht. Ich mag seine Stimme nicht. Guck mal, wie der rumläuft. Wenn ich aber von vornherein, ich habe eine tolle Sache gesehen, eine total abgemagerte amerikanische Frau, ihr wisst, so eine richtig uralte Frau, die dann sehr schwer abmagern und aussehen.
An den Brüsten hat sie sich zwei Milchtüten dran gemacht und hier unten hat sie was anderes dran gemacht und dann hat die gesungen, schräg gesungen, sondern irgend so ein Lied und hat dabei geshakt und so. Ja. 1,9 Millionen Zuschauer in Sekunden. So. Dann habe ich eine junge Dame gesehen, auch so gut wie nichts an, nur Blödsinn gemacht, wollte da irgendwie was Kunstgerechtes machen, geht auf einem Hocker und fliegt natürlich durch die Gegend. Dann habe ich einen gesehen, der mit sich selber da rumgespielt hat, so einen richtig kleinen Dicken da, der richtig ausgerastet ist, der da. Ja, so, das sind alles so Sachen, oder die mit der Maske. Das war ja wohl der Fall, die sitzt die Maske auf, hat ein Geburtstagsgeschenk gekauft, sitzt im Auto, was daraus gemacht wurde. Chewbacca-Maske. Ja, genau, die Chewbacca. So, das meine ich damit. So, ich bin euch nicht böse, ich will ja nicht reich werden. Jedenfalls nicht mit Star Wars, weil ich bin nicht Star Wars. Ich habe das nicht erfunden. Ich weiß, dass 1970 die legendären, das stimmt wirklich, es ist die Wahrheit, 14 Seiten, da stand Anakin mit I, Anakin, und er hat es aufgeschrieben. So, George Lucas war auch ein Filmstudent und so weiter und so fort. Ist dann losgegangen und wollte. Keiner hat gesagt, nee, ist nicht, lass das sein, schon ein Schwachsinn, wollen wir nicht und so weiter. Da hat er sich irgendwie hingesetzt, durch irgendeinen Zufall, jemand hat Ja gesagt. So, der jemand, der Ja gesagt hat, hat ihm auch geholfen und hat auch geklappt. Und alle, die heute wissen, dass George Lucas das geschafft hat, drehen natürlich jetzt am Rad. So, und alle anderen möchten natürlich in seinem Fahrwasser mitschwimmen. Ob das Deichmann-Schuhe ist, ne? Star Wars. Ob das irgendwie Nike mit Star Wars. Ja, alles Star Wars, Löffelchen Star Wars, Nutella Star Wars, Kellogg's Flocken Star Wars. Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Und deswegen haben wir absolut unseren Maskottchen hier. Der räumt auf damit. Und wenn ihr Lust und Laune habt, macht er einfach mit. Da muss ich mal bremsen. Nur wir beide machen die Sendung. Nee. Ich hab's ja versucht. Alles gut. Komm, hier war genug. Ja? Hier war genug. Wie gesagt, Internet ist toxisch. Das bedeutet, hier steckt man sich sehr schnell an und dann läuft die Sache aus dem Ruder. Nee. Wir beide machen die Sendung. Wir denken uns die aus. Die Juli-Sendung wird komplett anders. Ich hoffe, ihr schaut es euch an. Weil die Sendung wirklich, wir räumen jetzt erstmal auf mit diesem Toxischen. Ich hoffe, ihr kapiert es. Ihr wisst, wovon ich jetzt gesprochen habe. Ich meine es ernst, weil auch Disney spricht davon. Auch die Amerikaner. Ich schaue dort nach, weil wir haben ja in Südamerika. Komm, dieses Multikulti hier, das ist doch was wir. Es fehlt doch nur noch die Waffe. Du brauchst nur vor die Tür gehen, da hast du Multikulti, du verstehst kein Wort. Du gehst über die Straße, internationale Sprache, nur deine eigene nicht. Ja, ist so. So, und es gibt schon eine Abgeordnete hier, die in irgendeiner Waffenlobby jetzt hier, wir Deutsche sollen uns bewaffnen. Also ein Scheiß. Ja? In 2015, wie das alles passiert ist, die offene, ne, und so. Das ist doch nur für die gewesen. Schau doch mal, was da alles gebaut wurde. Ist jemals für dich eine Wohnung gebaut worden? Ja, ne? So, für mich auch nicht. Ich freue mich mal, wenn ich mal einen Cent finde. Ja, genau. Ja. Der könnte ihn dann nicht zum Pfundbüro bringen, mitnehmen. Ne? Ist doch wahr. Gibt schon genug Reiche. Ich meine, also wir leben in einer GmbH. Auf eine Art ist es richtig, wenn man das so sagt. Das ist an sich euphorisch gemeint. Wir haben ja keine Philosophen mehr, haben ja keinen Schiller mehr, der einem erzählen könnte, ein Goethe, der uns einen erzählen könnte, ein Fontaine, der uns einen erzählen könnte, also eine große Größe. Ja, wir haben auch keine Musikgröße mehr, eine richtig Musikgröße, also wüsste ich nicht. Also die Besten der Besten sind im Himmel. Manchmal frage ich mich, soll ich nicht auch dahin, um endlich wieder ein Konzert zu hören, ehrlich. Na? Also einige, die haben tolle Sachen, die haben tolle Seiten. Und ich nenne jetzt keinen Namen, aber er weiß Bescheid, er lebt in Hamburg. Money, der Pink Floyd. Ja. So leben wir. Wir leben im Pink Floyd. Du gehst und hörst nur die Kasse. Kasse. Brrr, ne? Und Star Wars genauso. Ne? Du bist absolut im Star Wars-Wahn. Du musst einen Kanon wissen, du musst Legends wissen, du musst Jedipedia lesen. Jedipedia. Ich finde diese Fiktion des Lesens super. Das ist eine Fiktion von George Lucas, der so gesessen hat, wie wir beide jetzt hier. Legendäre 14 Seiten geschrieben und ist damit tingeln gegangen. Ja, so. Und wenn man dann bei Netflix ist und dann in die Sendung guckt, da gab es den nämlich auch, da gab es eine Serie, die fliegen immer zurück, ne, in die Vergangenheit. Und da die eine mit ihnen da, wie sie ihn auszusehen, verschreckt haben, dann wäre nämlich Star Wars gar nicht
entstanden. Da hat er nämlich schon alles kaputt gemacht. Dann sind sie ganz schnell hinter ihm hergerannt und ihn haben sie überzeugt, George Lucas haben sie überzeugt, dass er Jabu Star Wars war. Ja, also war, ich weiß, was du machst. Die Netflix-Serie da. Ich habe da nur nachher, weil ich ja auch ein normaler Mensch bin, habe ich nur ein Hörspiel rausgemacht. Ich weiß nicht, wie das zum Schluss war. Habe ich nur irgendwie gehört, damit, wie das zu Ende gegangen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind die immer zurückgesprungen. Da gab es ja auch mal eine Serie, da ist er immer 7 Tage zurückgesprungen. Da habe ich gesagt, hätte ich auch gerne. Dann springe ich nämlich alle 7 Tage zurück, mache Lotto, springe wieder zurück und bin Millionär innerhalb einer Woche. Und dann mache ich 7 Mal, wisst ihr Bescheid. Ja, ist so. Er weiß doch Bescheid. Wollen wir einfüllen, wieder zurück, ne? Hat er Kohle verdient. Manchmal frage ich mich auch, vielleicht gibt es ja schon alle sowas und wir merken das nur nicht. Vielleicht leben wir ja wirklich in einer Matrix. Ne, vielleicht können wir auch eine, keine Star Wars-Sendung machen, sondern eine Filmsendung. Oh, die gibt es doch alles schon. Also wir arbeiten an einem völlig neuen Konzept, ja, mit oder ohne Über. Denn ich habe ein Über. Ja. Das ist nämlich ein und dasselbe Schwert. Nur in Rot oder in Blau oder in Schwarz. So einfach ist das. Ne, er hat halt das Schwarze, ich habe das Rote. So ist das nochmal. Donald als Imperator Duck wird halt das Internet euch irgendwie toxisch entsorgen. Das ist unsere Art, unsere Idee. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich weiß halt noch nicht mehr, ob die überhaupt verstanden haben, worum es die Sendung geht. Also ihr merkt schon, wir machen eine Sendung für euch. Wir sprechen euch an, auch direkt. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine absolute Live-Sendung, dann könnt ihr uns richtig fertig machen. Es ist ja alles da, wir können profihafte, tolle Sachen machen. Also einigen Zuschauern ist gar nicht aufgefallen, in welchen Sendungen die schauen. Ja, das sind Profis, die da sitzen. Die sind extra engagiert. Ja, mhm. Wenn er Profi wäre, hätte er mehr gesprochen. Ist halt so. Kommt noch. Merkt ihr schon? Das ist alles getürkt hier. Alles getürkt hier. Wir tun ja so und dann geht die Post und dann auf einmal geht er hier ab da, wie so ein Zäpfchen. Ja, erschreckt euch dann nicht. Ist aber so. Dann habe ich ihn nämlich gedrillt. Dann hat er nicht einen Zettel da, dann hat er da einen Zettel da. Oder er muss vom Teleprompter abschreiben oder ablesen. Das sag ich dir. Kann alles passieren. Also wenn er anfängt hier zu sprudeln als Mensch, Webtopf, als Mensch, Quatsch, Droide, WebTV, Kontakter, dann wisst ihr Bescheid. Dann ist er wirklich das, was er sein soll. Weil die anderen waren mir zu teuer. Seid mir nicht böse, aber ich habe euch angerufen, ihr wart mir zu teuer. 1000 Euro, 3000 Euro für den Schwachsinn, den er jetzt hier macht. Er macht das kostenlos für eine Tasse Kaffee. Und 30 Kaffee, 1 Euro. Also macht er das. Ne? Das stimmt zwar nicht, aber egal. nein, er wird schon flüssig benutzt. Auf irgendeine Art kriegen wir das schon hin. Die Zuschauer sollen merken, dass wir ehrlich sind. Yeah. Die Zuschauer sollen wissen, warum ich so ein lustiger Typ bin, weil ich immer lustig bin. Meine Kunden fragen mich auch, warum bist du so lustig? Jo, ich mag euch. Ich mag jeden Menschen. Nein, ich mag jeden Menschen. Nur den arabischen Raum nicht. Seid mir nicht böse. Ich war arabisch verheiratet. Ich weiß, worum es geht. Ich habe keinen Trieb drauf. Will ich nicht mehr. Also europäischen Raum, den liebe ich. Den asiatischen Raum liebe ich auch. Alles, was mit Wüste zu tun hat, Beduinen und so, lasse ich die Finger von. Möchte ich nicht. Habe ich, nee, ist nicht. Ich lebe in der Zukunft. Alles gut. Nein. Das ist Mittelalter. Schwerstes Mittelalter. Alles schön und gut. Ich war auch im Mittelalterverein. Fand ich geil. Mit Schwertern durch die Gegend latschen. So, hat Spaß gemacht. Aber mag ich jetzt nicht. Ich will jetzt daraus leben. Ich will jetzt in der Zukunft leben. Ich will, wie du so schön sagst, mit dem Falken fliegen. Ich will den Falken besuchen. Schade, dass ich nicht so viel Geld habe. Was? Dann wären wir nämlich bei Galaxy Age, kommt im Jahre 2019. Leute, Galaxy Age auf dem Territorium des Disney-Plateaus in Amerika. Ein geiles Teil. Ich habe euch schon zigmal Zaunaufnahmen gezeigt. Brandneuer Themenpark, ne? Ja, Galaxy Age heißt das. Gab auch nur einen einzigen Trailer bis jetzt. Aber gut gemacht, so wie Disney ist. Die geben ja viel Geld aus dafür. Die arbeiten nicht mit einer 2000 Euro Kamera, sondern ein paar Nullen hinter. Die da kosten nur läppische 2000 Euro, aber die anderen kosten richtig Geld und damit machen die das. So, und ihr seid uns halt gewöhnt und schaut sicherlich nicht so eine nicht kommerzielle Sendung. Wir gehören zum nicht kommerziellen Fernsehen. Wir machen Fernsehen ohne Geld zu verdienen. Wir sind selber dran schuld, weiß ich. Ja, selber schuld. Selber alles schuld. Alles gut, du bist bald wieder ein Käfke. Ja. Alles wird gut. Ja, klar. Alles wird. Donald Imperator Duck. Ja, vielleicht mache ich da auch so was gut. Ja, wenn wir so einen Imperator Duck machen, machen wir eine Charity daraus. Ja, sicher. Ja, wir sind, hallo, wir sind lieber nett. Ja, ja. Donald Duck ist doch lustig. Mickey Mouse ist auch lustig. Daisy
Ist auch lustig. Und die alle so im Star Wars-Fieber? Das wird aber werden, du lass. Das wird ein Spaß. Ja, weiß nicht, ob die mir das schon krumm nehmen. Nur. Ja doch, Disney nimmt mir das krumm, wenn ich das machen würde. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich habe ja Disney angerufen, auch für diese Sendung. Null Unterstützung, die flippen regelrecht aus. Sag ich, hallo, ich mache, was ich hier will, ich bin Deutscher. Und als Deutscher mache ich hier, was ich will, weil dafür stehe ich gerade. Punkt. So, und kommen wir auch zum Schluss dieser Sendung. Ich weiß gar nicht, wie lange die geworden ist. Ich freue mich, wenn ihr überhaupt zugeschaut habt. Wenn ihr überhaupt die Sendung verstanden habt. Wenn ihr das ganze System, was wir hier versuchen, gegen toxisch, gegen Hass, gegen diesen Irrsinn, irrsinnige Fans, die wirklich am Rad drehen, popelige 40.000 gegenüber 7 Milliarden Menschen machen so ein Mint. Okay. Ja, Wind, nicht Mint. Egal. Ja, das ist dann, wenn man, ist ja schon Smartphone verrückt, einmal falsch gedrückt oder so. Ne? Also, du hast jetzt, pass auf, du hast jetzt da Leute gehabt, die haben auf die Phonetik geachtet. Und dann haben die auf unser Verhalten geachtet. Ja, die nehmen uns richtig auseinander. Wirklich, wirklich. Ne? Oh, mein ja, Arm ja. Innenteil. Dein Arm Innenteil, ne? Ist klar. Nein, das. So, ich gucke Fernsehen, ist klar. Aber ich sehe immer dieselben Pappköpfe da, die viermal auftauchen, 2000 Euro verdienen. Tja. Ich sehe den Böhmermann, der das gleiche macht, was ich hier mache. Der wird gefeiert, ja, belästigt andere Menschen. Ja? Und kriegt Geld dafür. Kriegt richtig Geld dafür. Hat die besten Anwälte, ich habe auch genügend, aber egal. Aber ist so. Ja? Ich habe auch alles. Ich habe wirklich alles. Nur bin ich nicht berühmt, weil ich nicht berühmt werden wollte. Weil ich auch gar nicht so doof bin, um berühmt zu sein. Du musst echt eine Waffel haben, um berühmt zu sein. Hallo, guck sie doch an, was sie hier für einen Scheiß machen. Dicke Titten, Piercing, nackt, Blödsinn, keine Ahnung, Hauptsache irgendein Vater war dahinter, der mal total durchgeknallt war. Ja, ist so, ja. Ja, Effenberg macht Mist jetzt, die macht Mist. Ich habe gestern Werbung gesehen, die war grottenschlecht, aber er wird gemacht. Hauptsache, und die kriegen richtig Geld dafür. Warum, das habe ich immer gesagt, warum nimmt man nicht normale Menschen, damit die auch Geld verdienen? Nein, man nimmt diese fetten Reichen und setzt sie vor die Kamera, um noch reicher zu werden. Und du bist so doof und kaufst die Scheiße, die anbieten. Weil manchmal kriegst du ätzende Haut, manchmal stinkt er wie Suppe. Ja, ist das so? Ist doch nicht alles toll, was glänzt? Ne? Außer er, der ist echt. Ne? Das ist 3PO. Ja, müssen wir halt. 3PO. Ja, ist doch. Die Welt ist nicht mehr normal. Falsch. Die Welt ist normal. Die Welt ist einfach genial. Eine Kundin gestern sagte, alles stirbt. Ja, die hatte gestern so Vogelkunde und so. Ne? Vögel ist auch meine Leidenschaft, aber auch egal. Lauter Vögel, ne? Habe ich auch fotokopiert gemacht und so. Dann sagt sie auch. Die sind ausgestorben. Komischerweise, die Menschen werden immer mehr und die Tiere werden immer weniger. So, irgendeiner hat behauptet, wenn die Bienen sterben, sterben auch die Menschen. Alles Schwachsinn, weil du kannst ja alles anders machen. Ne? Richtig. Wir sind Gäste auf diesem Planeten und der Planet, wenn der irgendwann mal rotiert, dann kannst du machen, was du willst, dann kannst du hassen, wie du willst, dann kannst du den Erdball hassen, du darfst nicht rotieren. Oder die Sonne, die Sonne ist ja schlecht. Dann fangen so Esoteriker an, die esoterischen Sachen, die verkaufen dir dann so kleine Klinglöckchen oder so, oder verkaufen dir Han Solo-Dinger da zum Glück, daran glauben. Ja, ist wahr. Du glaubst gar nicht, wie das Netz voll ist. Soll man lieber eine Netzsendung machen, über das Netz philosophieren, was es da alles gibt? Esoteriker, Hasser, toxisch verseuchte, idiotische Fans, die andere Menschen auseinandernehmen. Dann die, ja genau, wie viel Liebe, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, wir sind hier bei, wie hieß das, Schweinchen, ja, welches Schweinchen hätten Sie gerne? Ja, das mit der Brille. Das mit der Brille, genau. Welcher junger Mann sitzt denn hier, was stellt er denn da? 3DiPoyo, ist klar, 5 Euro, ne, ja, zum Beispiel. Ach Mann, ey, ich vermisse, merkst du das eigentlich nicht, ich vermisse wirklich gutes Fernsehen. Ich kriege jeden Tag einen Anruf, hier ist Scheiße im Fernsehen, ich kann ich auch nicht erinnern. Ich kann nicht alle einladen. Das geht nicht. Nein, ich weiß, warum die anrufen, ist klar. Ja, Kino, ne? Nee. Geht nicht. Also Netflix macht Spaß. Ach, die Angebote machen schon Spaß, kosten halt nur ein bisschen Geld. Ja, wenn man das alles hat, dann hat man ein schönes Leben, weil es ist einfach nur geil. Du kannst dich in die Ecke setzen, hast Spaß. Du kannst dich da hinlegen, hast Spaß. Du hast Spaß. Spaß ist das Wichtigste überhaupt.
Ja, und den vermisse ich. Ich vermisse den Surfspaß. Ich vermisse den Spaß von 1995. Ich vermisse wirklich 1979 die Väter der Elektronik, King Surf, Virgin Surf und so weiter. Und ich vermisse natürlich 1995 CBB, alles angefangen hat. Ich vermisse natürlich auch 1989, wo der erste C64, C40, P90 entschieden. Also auf Deutsch gesagt, ich vermisse den Anfang. Jetzt sind wir nur noch User. Ne, nur nimmer. Hast du das Wort User schon mal gehört? Ja, außer bei Tron, ne? Beim zweiten Teil Tron hat auch keiner mehr über User gesprochen. Schon mal aufgefallen? Ja. Ja, ne? So, wir können wirklich wunderbare Filme drehen, tun sie aber nicht. Wir diskutieren, darf Carrie Fisher ausgewechselt werden oder nicht? Anstatt sich zu denken, wir müssen einen tollen Film machen. Wir beide setzen uns hin und sagen, wir möchten eine tolle Sendung machen, damit ihr Spaß habt, dass wir Laien sind. Okay, ich bin kein Laier, aber ich tue so. Ja, irgendwie, ja. So, ich versuche eine Sendung zu machen über Laien. Wir sind Laien, wir sind keine Hauptdarsteller, wir leben nicht davon. Wir müssen nicht schauspielern, wir müssen nicht lügen, wir müssen keine Produkte in die Kamera halten. Das ist so. Wir können locker sagen, das ist eine 2000 Euro Kamera, Punkt, fertig, aus. Das hier ist ein ganz teures Studio, Punkt, fertig, aus. Ja, er kostet Geld, ich kostet Geld. Wir haben das in unseren Nerven. Aber sobald die Kamera aus ist, haben wir so viel Spaß. Deswegen, ja. Und wir bleiben jetzt dabei. Wir machen jetzt einfach pro Monat eine Sendung. Eine Sendung. Aber nicht ständig so eine Predigtsendung. Weil momentan, wie gesagt, wegen dieses Star Wars E7, E8 und der, okay, du liest plötzlich die erste Flop. Ne? Boah. Dann auf einmal siehst du ja den Bundestag mit Yoda, dann kriegst du schon wieder einen Hals. Dann, ja, sowas war wohl besser, bitte komm zurück, Petition, Petition, George Lucas kommt zurück. Der Mann ist 75, der hat keine Lust mehr, meine Güte. Der möchte ein Rentenalter genießen. Nein, der will gar nicht genießen, der macht seinen Job. Der hat hier in seinem Museum jetzt, kannst du demnächst rein. Ladies and gentlemen, that's an American producer. George Lucas ist ein American producer. Yes. So, das ist ein amerikanisches Produkt. Und die Amerikaner sind anders unterwegs wie wir. Da kannst du auf eine Art alles machen, aber prüde bis zum gar, ne? Bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja, also ein bisschen merkwürdig. Ja, ein Fremdenhass ist da immer noch. I have a dream, da kannst du lange drauf warten, bis der Traum erfüllt wird. I have a dream, da ist so. Kennedy-Affäre da, Ping-Pong. Ihr seht da hier, kann das vielleicht an Trump liegen, weil der Trump zum ersten Mal machen kann, was er will? Die Frage ist nur noch, wie lange? Ja, der macht er lang genug. Ja, schau dir mal an. Also gestern habe ich Trump gesehen in Kanada und dann die Übersetzung. Da habe ich auch zu meinem Kollegen gesagt, ey, was übersetzt die da? Ein heilloses Durcheinander. Trump spricht ganz anders, wie die dort übersetzt. Und das meine ich, das ist toxisch. Du kriegst eine Übersetzung geliefert, die überhaupt nicht stimmt. Der Mann spricht anders, aber du kriegst eine ganz andere Information. Dann sollen sie lieber den Dolmetscher austauschen, damit er richtig hinhört. Na, ist so. Dann Star Wars, Han Solo. In Frankreich. Ich habe mir das wirklich angeguckt. Bin wirklich morgens früh, Punkt 8 Uhr, wie das anging. Das hat so viel Spaß gemacht. Deswegen, ich springe jetzt auch zurück auf 2016, die Celebration in London. Das hat so viel Spaß gemacht. Wirklich so viel Spaß gemacht. So, jetzt Chicago 2019. Da sollst du schon schusslich hier im Westen mitnehmen. Also die da lieben, haben schon... Ja, weil Chicago ist irgendwie so ein Brennpunkt da irgendwie. Ich weiß nicht, wegen der Bronx oder so, keine Ahnung. Ja, aber ist so. Aber in Chicago macht er auch sein Museum auf. Also muss schon, keine Ahnung warum, vielleicht wegen, weil zu viele Menschen kommen. Keine Ahnung, ich musste grübeln. Wie kam, ich schuss sich ihre Westen, haben die auch direkt verkauft da. Fand ich stark. Stand drauf, Celebration, Star Wars 2019, schuss sich ihre Westen. Ne? So, aber 19, also 2016, Celebration London, einfach eine Spitze. Dann, alle waren angeturnt mit 7 und haben dann richtig einen von Koffer gekriegt mit E8. Jetzt zieht jeder sich daran hoch, haut dann Han Solo in den Pfeffertopf. Also ich freue mich mit ihm in Ruhe Han Solo sehen zu können im heimischen Kino auf einer großen Leinwand mit richtig Sound, Rambo und so. Das macht so viel Spaß einzutauchen und so weiter. Vielleicht machen wir das auch vor laufender Kamera, dann halte ich einen Spezialfilter davor, habe ich schon mal gemacht. Dann könnt ihr auch 3D sehen. Ich hasse 3D, ich hasse Star Wars. Und somit gehen wir, weil ich weiß, dass das jetzt wieder gekommen ist. Du kannst meine Fresse nicht sehen, du magst nicht, wie ich spreche.
lass ihn in Ruhe. Das ist mein Kontakter, mein Web-TV-Kontakter, das ist mein 3-3-Pilot, den habe ich gebaut. Ja, lass den bloß in Ruhe, sonst schicke ich euch den Donald Imperator Duck. Da kenne ich nichts. Ja, der kommt angerast, der hat so viele Saber, so schnell kannst du gar nicht gucken, dann ist der Hass weg. So, wie schaffen wir das toxische Internet ab? Das ist die nächste Sendung. Die nächste Sendung ist, wie schaffen wir das toxische Internet ab? Ich werde BR anschreiben, quer, die hatten auch vorhin zurückgeschrieben, die haben das irgendwie nicht verstanden. Deswegen habe ich quer die Sendung Bayerischen Rundfunk gesagt, ich mache eine Sendung. Habe ich ja jetzt auch gemacht und deswegen weiß jetzt jeder, dass da was ist und dass wir das ernst meinen mit diesem toxischen Internet. Das ist toxisch. Achtet bitte drauf, das ist schlimm. Ganz schlimm geworden. So, ich will wieder zurück. Back to the future. Machen wir. Ja, ne? Also ich möchte wirklich zum Kern oder back to the roots. Zum Ursprung. Das machen wir? Natürlich machen wir. Das sind wir schon mittendrin. Ja. Das sind wir schon mittendrin. Ich habe so viele toxische Gene eingesaugt hier mit meinen Leuthähnchen da. Das ist schon ein Blubber, ist klar. Ich krieg nämlich Halskratzen hier. Okay, meine lieben Freunde, okay. Wir machen Spaß. Wir versuchen Spaß zu machen. In der heutigen Zeit der Überreizung, Bildüberreizung, Tonüberreizung, Internetüberreizung, Schnelligkeit, Datenhighway mit Überholspur, mit Bremsanlage. Ja, da hinkommen, es wäre natürlich schön, wenn wir über einen Teil sprechen würden, so Falke. Macht's gut. Wir reden. Wir reden nächsten Monat weiter. Irgendwann muss mal Schluss sein. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich auch. Wir versuchen Star Wars aus der Dunkelheit in die Helligkeit zu bewegen und dann, wie gesagt, richtig Spaß zu haben. Mit euch Spaß zu haben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit uns. So, jetzt sind wir weg. Ah, nee, stopp. Nee, bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. So, ja, ihr wisst alle noch hier, Star Wars gab es ja das hier mal. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich es geschafft habe, die alle zu bekommen. Jetzt, alle zu bekommen. Da waren auch viele bei, ich habe nicht alle umgedreht, sind auch viele hier diese Blinker dabei und so. Wie komme ich jetzt darauf? Weil ein Kunde, ich glaube 12 Jahre war, hat das gesehen. Du, was ist das? Die reden ja alle du mit mir, ist okay. Du, was ist das, Lea, ne? Wir sind ja alle Star Wars Fans. Also habe ich ihm das erklärt. Ey, du hast ja alle. Und ey, Wahnsinn. Und warum hast du den Blinker? Und so weiter und so fort. Na gut, muss ich auch aufpassen, dass mir hier nicht welche wieder entsorgt werden. Weil ich habe auch geblutet dafür, weil für jedes Teil musst du es immer wieder für 30 Euro bei Rewe einkaufen. Dann kriegst du sowas. Okay, jetzt dürft ihr abschalten. Ich glaube, ich habe genug irgendwie rübergebracht. Die, die diesen Laufzettel bekommen hatten. Ah, ja. So, bleibt noch ein paar Sekunden. Also, ihr kriegt so Laufzettel hier. YouTube-Kanal unter UltraLoyalityPure, die Star Wars Locker vom Rocker Show für die Community bei Facebook. 100% Star Wars Begeisterte. Tschüss. Dann liebe ich wirklich euch alle Lovers. Und euch werde ich entsorgen, genannt irre Star Wars Fans. Werdet mal wieder normal. Star Wars gehört nicht euch. Star Wars gehört auch nicht George Lucas. Star Wars gehört ab sofort Disney als Geldgeber. Und natürlich gehört das Disney und Lucas. So, hier die Fanservice. Fanservice ist die Sendung. Der Service ist auch real. Kommt vorbei. Ihr solltet auch so sehen hier. Vorbeigekommen sein. Von der Wiege bis zur Ware braucht jeder Formulare. Hin und wieder auch mal eine Ablichtung. Dann seid ihr hier richtig. Faxen könnt ihr hier überspielen, aufzeichnen. Alles. Alles. Ihr seid nämlich hier im Smartphone. WhatsAppen, Facebooken, YouTuben, alles geht hier. Ihr könnt auch davon Datenträger ziehen. Ihr könnt das Ding hier auch mieten. Ihr könnt auch ihn hier mieten. Ist kein Thema. Doch, er kommt. Na, ist so, wenn ihr eine Kompase braucht. Oder so. Ja, weil man nennt sowas filmpool.de. Guckt mal nach. Filmpool.de. Du bist TV, du möchtest ins TV, schreib filmpool.de, schreib rein, ja, dann wirst du da genommen und dann können wir dich auch sehen im Fernsehen, im richtigen Fernsehen, bei RTL, richtig, nicht hier. Hier ist es stümperhaft, hier ist es laienhaft, aber wir haben so viel Spaß und wir haben euch dran teilhaben lassen. Das ist nämlich unsere Idee gewesen, an unserem Schwachsinn euch teilhaben und wer Lust und Laune das Ganze verstanden hat. Der ist schon mal einen Meter weiter. Wer das verstanden hat, ist ein Meter weiter, ehrlich. Aber egal. So.
das war es jetzt wirklich, es ist Feierabend. Wir holen also Disney aus dem Dunkeln, auch das Netz aus dem Dunkeln, gehen in Celle und versuchen dann auf die Schnelle eine neue Sendung zu machen. Im Juli sehen wir uns wieder. An derselben, ne? Macht's gut. Bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat. Ciao. Tschüss. Turn it up!